Ja, guten Abend, liebe Gäste. Ich begrüße Sie im Namen des Deutschen Hygienemuseums herzlich zu diesem heutigen Podiumsgespräch. In den kommenden Tagen jährt sich zum 90. Mal der Beschluss und die Verkündung des Ermächtigungsgesetzes von 1933, das eine der zentralen Etappen der nationalsozialistischen Machtergreifung darstellte. Und wir wollen heute Abend dieses historische Ereignis zum Anlass nehmen, um miteinander über Zustand und Gefährdungslagen der Demokratie ins Gespräch zu kommen. Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung, dessen Leitung und MitarbeiterInnen ich an dieser Stelle ganz herzlich für die Zusammenarbeit danken möchte und die heute auch mit Professor Thomas Lindenberger und Professor Mike Schmeitzner sehr gut auf dem Podium vertreten sind. Ja, das Deutsche Hygienemuseum hat sich in den vergangenen Jahrzehnten in Ausstellungen und Veranstaltungen vielfach auch seiner eigenen Institutionengeschichte im Nationalsozialismus gewidmet. Die Gesundheitspolitik und sogenannte Rassenhygiene gehörte zu den zentralen ideologischen Stützpfeilern des Nationalsozialismus. Und diese Institution war mit ihren Ausstellungen und mit der hauseigenen Lehrmittelproduktion zwischen 1933 und 1945 an der Verbreitung der Ideologie in ganz besonderem Maße beteiligt, hat diese popularisiert und propagiert. Das Hygienemuseum war seit 1993 auch institutionell und personell mit NSDAP und NS-Staat eng verbunden. Dresden sollte in den 30er Jahren zur Stadt der Volksgesundheit werden und dieses Museum spielte dabei eine wichtige Rolle. Diese historische Erinnerung und auch die damit verbundene Verantwortung reflektieren wir, wenn sich das Museum heute, zwei Systemwechsel später, als Ort des demokratischen Diskurses und der gesellschaftlichen Debatte begreift. Der heutige Abend thematisiert nicht die Hausgeschichte im Nationalsozialismus, sondern weitet den Blick und fragt nach den Rahmenbedingungen des Demokratiezerfalls und den Aufstieg autoritärer Regime. In der Vergangenheit, mit dem historischen Blick, aber auch und besonders heute. Wir wollen wissen, welche politischen, welche gesellschaftlichen Faktoren dazu beigetragen haben, dass die parlamentarische Demokratie Weimars 1933 ein Ende fand. Das historische Datum der Machtergreifung, der 30. Januar 1933, war nur eine Etappe eines längeren Prozesses der Aushöhlung demokratischer Werte und Institutionen, der Komplizenschaft von Eliten und Bevölkerung mit den Demokratiefeinden. Dieses historische Beispiel des Demokratieverfalls wird auch heute oft herangezogen und vielfach wird in den letzten Jahren wieder gewarnt vor Weimarer Verhältnissen, vor einer autoritären Wende, vor extremistischen Strömungen in der Gesellschaft, vor einer Gefährdung, ja sogar vor dem Sterben der Demokratie in Sachsen, in Deutschland, auch im internationalen Blick. Wie richtig diese Diagnose ist, wie groß die Gefahr, dem wollen wir heute unter anderem auch nachgehen. Wir sind sehr froh, dass wir für diesen Brückenschlag zwischen Vergangenheit und Gegenwart die hier heute gleich auch vor Ihnen sitzenden Podiumsgäste gewinnen konnten, die Ihnen Thomas Lindenberger als Moderator gleich auch noch ausführlicher vorstellen wird. Ich begrüße im Namen des Museums schon einmal Professor Dr. Marianne Kneuer, Professor Dr. Mike Schmeitzner und mit besonderem Dank für die kurzfristige Bereitschaft, auf dem Podium einzuspringen, Christian Avenarius. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind. Ein großer Dank geht auch an Professor Dr. Thomas Lindenberger, Direktor des Hannah-Arendt-Institutes für Totalitarismusforschung, der den heutigen Abend moderieren wird. Professor Lindenberger ist Historiker und war viele Jahre lang unter anderem am Potsdamer Zentrum für zeithistorische Forschung tätig, bevor er 2017 in Dresden zum Direktor des Hannah-Arendt-Institutes ernannt wurde. Seine zeitgeschichtlichen Forschungsschwerpunkte sind die Geschichte der DDR, des Kommunismus und der postkommunistischen Transformation in Deutschland und auch im europäischen Vergleich. Er beschäftigt sich in diesem Zusammenhang aus zeitgeschichtlicher Perspektive etwa auch mit Fragen der öffentlichen Ordnung und der Polizei. Vielen Dank, dass Sie, lieber Professor Lindenberger, heute Abend die Moderation dieses Gespräches übernehmen. Ich übergebe Ihnen an dieser Stelle das Wort, wünsche uns allen einen guten, erkenntnisreichen, diskussionsreichen Abend. Vielen Dank. Einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite und vielen Dank für diese sehr herzlichen Begrüßungsworte.
Ich werde jetzt diese Podiumsdiskussion in den nächsten 90 Minuten insgesamt moderieren und bedanke mich nochmal ausdrücklich bei Herrn Avenarios, dass er kurzfristig eingesprungen ist, weil der ursprünglich angekündigte Redner, Herr Stefan Graf, Thema der Gegenwart geworden, und zwar ein Dauerthema und ein rundes Datum, wie der Jahrestag des 30. Januar 1933 erinnert uns ja eindrücklich daran, dass Demokratien zerstört werden können, und zwar von innen heraus durch ihre aktiven Feinde, die es von Anfang an darauf anlegen, sie zu zerstören, aber auch vor allem durch das mehr oder weniger passive Gewähren lassen von vielen Zeitgenossen und Zeitgenossinnen, also von Menschen, die in einer kritischen Situation die Demokratie nicht verteidigen wollen oder können. Das ging 1933 in den Monaten nach dem 30. Januar, da ja eigentlich nur der Tag der Machtübergabe an Adolf Hitler durch den Reichspräsidenten von Hindenburg war. Das ging also nach dem 30. Januar, und das ist nach wie vor ein faszinierendes Thema, rasend schnell. Bis zum Sommer, ungefähr Juni, war es im Prinzip schon erledigt. Binnen weniger Monate hatten die Nazis dann die Macht auch ergriffen. Heutzutage beobachten wir vor allem international schleichende, sich über Jahre hinziehende Prozesse der Aushöhlung von demokratischen Ordnung. Und dennoch ist für uns gerade in Deutschland der 30. Januar 1933 und sein Jubiläum sozusagen, sein rundes Datum, der logische Anlass, darüber zu diskutieren, also ob solch eine Zerstörung der Demokratie sich wieder ereignen kann, auch bei uns, ob aus der Betrachtung dieses historischen Zusammenhangs etwas für heute zu lernen ist. Und natürlich, last not least, was gegen die Bedrohung der Demokratie zu unternehmen ist. Und wir werden uns also auf die Frage von historischen Parallelen konzentrieren, auf die Frage auch, welche Konflikte und Auseinandersetzungen zum demokratischen Prozess notwendig dazugehören, ohne dass man deswegen von Schwäche oder Zerstörung der Demokratie sprechen kann und ab wann man von Scheitern sprechen muss. Dazu gehört auch die Frage, was man tun muss, um Demokratie zu schützen. Und dahinter stecken natürlich im Rahmen eines solchen Gesprächs heute die übergreifende Frage, auf die wir Historiker immer Wert legen wollen: Kann man aus der Geschichte und ihrer Betrachtung für heute lernen? Das ist keine triviale Frage. Die Historiker sagen automatisch ja, weil das sichert ihnen den Arbeitsplatz, aber andere Menschen können da kritische Entgegnungen formulieren. Nun zum Verlauf des Abends. Wir beginnen mit kurzen achtminütigen Eingangsstatements, und dann werden wir noch drei kleinere Fragerunden machen und dann die Diskussion natürlich zu Ihnen hin öffnen. Dann bitten wir auch um Ihre Diskussionsbeiträge, Fragen. Doch jetzt will ich Ihnen natürlich die Mitwirkung dieses Podiums vorstellen. Ich beginne mit Frau Professor Marianne Kneuer. Sie ist zurzeit geschäftsführende Direktorin des Instituts für Politikwissenschaften an der Technischen Universität Dresden. Sie hat dort seit Oktober 2021 die Professur für politische Systeme und Systemvergleich inne. Zuvor war sie Professorin für vergleichende Politikwissenschaft und internationalen Beziehungen an der Universität Hildesheim. Nach ihrer Promotion an der Universität Bonn 1991 hat sie bis 2004 als politische Journalistin, unter anderem bei der FAZ, und auch 1994 bis 1999 als Mitglied des Planungsstabs und Redenschreiberin des Bundespräsidenten Roman Herzog gearbeitet. Ihre Forschungsgebiete umfassen interne Funktionslogiken von Demokratien und Autokratien, demokratische und autokratische Transformationsprozesse, externe Faktoren von Demokratisierung und Autokratisierung. Ihr letztes Buch, Authoritarian Gravity Centers, analysiert, wie autoritäre Regime in ihrer regionalen Umgebung aktiv weitere Autokratisierung fördern.
Professor Kneuer ist auch international sehr aktiv und bekannt als Kollegin. So war sie zum Beispiel von 2018 bis 2021 Präsidentin der International Political Science Association. Wir freuen uns, Frau Kneuer, dass Sie heute Abend bei uns da im Podium teilnehmen. Herr, von meiner Seite auf der äußersten Linken sitzend, Herr Christian Avenarius ist Leiter der Abteilung Gesellschaftlicher Zusammenhalt des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt. Er ist Jurist, trat 1991 in den Sächsischen Justizdienst ein und war dort in Dresden ab 1992 als Richter tätig, dann ab 2000 als Staatsanwalt beziehungsweise ab 2006 als Oberstaatsanwalt. Und in diesem Zusammenhang hat er auch mit Fällen im Themenfeld Rassismus, Rechtsextremismus zu tun. Auch in seiner Eigenschaft als SPD-Politiker in Dresden bilden Themen wie Asyl, Rassismus, Weltoffenheit eine wichtige Rolle seines Engagements. Für den heutigen Abend ist darüber hinaus vor allem natürlich diese bereits erwähnte Funktion besonders wichtig, Leiter der Abteilung Gesellschaftlicher Zusammenhalt im Sozialministerium. Dazu gehört ganz wesentlich auch eine vielen von Ihnen bestimmt bekannte Einrichtung, das Demokratiezentrum, als Teil des Bundesprogramms Demokratie leben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, das vor allem als eine Art Beratungsnetzwerk funktioniert, in dem staatliche und nichtstaatliche Akteure, die sich für die Stärkung der Demokratie und gegen extremistische und menschenfeindliche Bewegungen im Freistaat engagieren, quasi zusammengefasst werden. Und das betrifft dann natürlich auch die professionelle Beratung im Bereich Prävention gegen Extremismus und demokratiefeindliche Bestrebungen, also die unmittelbar praktische Seite dessen, was es heißt, eine Demokratie vor ihrer Zerstörung zu bewahren. Zuletzt möchte ich meinen Kollegen Professor Mike Schmeitzner vorstellen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hannah-Arendt-Institut und außerplanmäßiger Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der TU Dresden, hat in Dresden studiert, promoviert und auch habilitiert und gehört seit 1998 zu unserem Institut. Seine Forschungsgebiete umfassen die Diktaturgeschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert, also sowohl die Geschichte der NS-Diktatur wie auch die der SED-Diktatur, aber auch die Demokratiegeschichte Deutschlands, zumal er sehr umfangreich über die Weimarer Republik forscht und sowohl von ihrer revolutionären, wenn man so will, demokratischen Entstehung her, wie auch was ihren Untergang anbelangt, also ihre gewaltsame Zerstörung. Die von ihm bearbeiteten Themen reichen unter anderem von der Idee der sogenannten Diktatur des Proletariats über die Biografie des berüchtigten NS-Gauleiters Mutschmann bis hin zur Tätigkeit der sowjetischen Militärtribunale nach dem Zweiten Weltkrieg. Er gehört auch zahlreichen Beiräten von Stiftungen und Gedenkstätten an. Erwähnt sei nur der wissenschaftliche Beirat der Stiftung Sächsische Gedenkstätten. Und in diesem vielfältigen forschenden und auch wissensvermittelnden Tun bildet Sachsen einen gewichtigen Schwerpunkt der Arbeiten von Mike Schmeitzner. Ich kenne jedenfalls kaum einen besseren Kenner und Forscher zur sächsischen Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts und gerade auch die Geschichte der Zerstörung der Demokratie in Sachsen ab 1930 hat er mehrfach bearbeitet. Vielen Dank, Herr Avenarius und Mike Schmeitzner, dass wir auch Sie hier willkommen heißen können. Das ist auch ein kleiner Zwischenapplaus wert. Ein besonderer Reiz dieses Podiums besteht meines Erachtens darin, dass seine Diskutanten ja aus sehr verschiedenen, aber dennoch überaus einschlägigen Fachrichtungen und Tätigkeitsfeldern kommen. Wir haben den Historikerin, wir haben die Politologin, wir haben aber auch den ehemaligen Staatsanwalt und Mitarbeiter einer mit Demokratieschutz befassten
Regierungseinrichtung hier gemeinsam. Damit sind unterschiedliche Argumentationsweisen und inhaltliche Akzentuierung verbunden und wir sind gespannt darauf, wie man die produktiv aufeinander beziehen kann. Und da es sich um ein historisch-politisches Thema handelt, liegt es nahe, es von der historischen Perspektive her zu beginnen. Ich darf also als ersten Herrn Schmeizner um sein Eingangsstatement bitten. Ja, danke schön, Thomas Lindenberger, für die sehr nette und liebenswürdige Einführung und Vorstellung. Ich nehme an, Sie hören mich auch in den letzten Reihen. Ja, ich sehe das Nicken wunderbar. Die Kommunikation ist hergestellt, sehr gut. Ja, wenn man Historiker ist und als Historiker hier vorne sitzt, dann wird man natürlich dazu gefragt, wie man diese Wochen und Monate des Jahres 1933 bewertet, wie man sie einschätzt, wie man sie auch möglicherweise im gesamteuropäischen Kontext einschätzt und bewertet. Wir haben uns für den Begriff der Machtergreifung entschieden, wohl wissend, meine Damen und Herren, dass dieser Begriff eine gewisse Schlagseite hat. Ja, das ist kein Begriff von uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Das ist eine nationalsozialistische Selbstzuschreibung, also ein Eigenbegriff der Nationalsozialisten. Man könnte jetzt auch sagen, diesen Begriff hätten wir gut und gern auch in Anführungszeichen setzen können. Die andere Frage ist natürlich, welche Begrifflichkeiten, wenn man diesen Begriff nicht benutzen würde wollen, stehen uns sonst zur Verfügung. Thomas Lindenberger hat ja bereits auf ein, zwei andere Begriffe abgehoben, die, wie ich finde, nicht komplett diese Monate bis in den Juli, August 1933 abdecken. Machtübertragung ist so ein Begriff, zu dem ich gleich kommen werde. Oder auch dann Machteroberung, der seinen Wert daraus schöpft, denke ich, dass tatsächlich nach einer Machtübertragung, die es gegeben hat, ein sehr dynamischer Prozess eingesetzt hat, der eben zu dieser ideokratischen totalitären Herrschaft 1933 im Sommer geführt hat, wohlwissend, meine Damen und Herren, dass das Ü-Tüpfelchen, wenn man so will, zur Herrschaftssicherung, zur Herrschaftsetablierung der Tod Paul von Hindenburgs, des Reichspräsidenten, im Spätsommer 1934 war und das Amt dann mit dem des Reichskanzlers, das Adolf Hitler innehatte, seit Januar 1933 vereinigt worden ist. Aber entscheidend ist der Juli 1933, wo in der Tat diese Parteiherrschaft, diese alleinige Parteiherrschaft etabliert worden ist. Und zwar per Gesetz sich die NSDAP als alleinige Partei dargestellt hat. Und alle anderen Parteien, wo Menschen glaubten, sie könnten sie fortsetzen, juristisch unter Vorbehalt gestellt worden sind, das als juristisches Verbrechen sozusagen beschrieben worden ist und auch verfolgt worden ist. Machtübertragung, das Wort hatten wir bereits genannt, hatte ich genannt, Thomas Lindenberger genannt. Machtübertragung ist der Akt vom 30. Januar 1933. Das ist korrekt und das wissen nicht viele, dass die Regierung Adolf Hitler keine nationalsozialistische Regierung gewesen ist, jedenfalls keine alleinige NS-Regierung. Hitler war Reichskanzler an dem 30. Januar 1933 geworden, aber neben ihm nur ein Fachminister der NSDAP mit Wilhelm Frick als Innenminister. Die große Mehrheit, das Gros der Regierung, stellten Deutschnationale aus der alten Elite der Weimarer Republik, aus den Reihen zumeist der Deutschnationalen Volkspartei, die sich 1933 dann Kampffront Schwarz-Weiß-Rot nannte. Das heißt, wir haben es zuerst tatsächlich mit einer Machtübertragung zu tun, mit einer Machtübertragung, die vom Reichspräsidenten ausgegangen ist, Paul von Hindenburg. Der hatte eine wesentlich größere Machtfülle als heute der Bundespräsident, der Hitler, den Führer der NSDAP, berufen hat in dieses Amt. Und der dann diese Koalitionsregierung geführt hat. Der entscheidende Punkt ist dann, wo wir nachfragen müssen, wo kippt die Geschichte? Wo wird aus einer Koalitionsregierung, die noch keine Mehrheit hat, faktisch eine ideokratische etablierte Herrschaft und das in wenigen Monaten? Wo sind die Kipppunkte anzusetzen? Und das ist meiner Ansicht nach ganz wichtig, der 27. Februar 1933 und der 23. März 1933. Der Reichstagsbrand mit der Reichstagsbrandverordnung, die einen Tag später erlassen worden ist, und das Ermächtigungsgesetz, wo das Parlament
außer den Stimmen der SPD, die dagegen gestimmt hat, von der Fraktion Reißtrachs Fraktion, aller anderen Fraktionen quasi der eigenen Selbstentmachtung des Parlaments, der eigenen Fraktion zugestimmt haben und der Hitler-Regierung die entscheidende Vollmachten übertragen haben. Aber das ist meine Bewertung, meine Damen und Herren. Entscheidender noch als dieses Ermächtigungsgesetz, das jetzt in aller Munde ist, eben weil wir uns heute am 22. März versammelt haben und morgen der entscheidende Tag ist, entscheidender aus meiner Perspektive ist der Reichstagsbrand und die Verordnung vom 27. Februar. Und die Debatte ist wieder neu entfacht worden. Sie können es nachlesen in großen Medien, Qualitätszeitungen dieser Republik. Alleintäterschaft eines Redekommunisten aus Holland, die jahrzehntelang in Stein gemeißelt worden ist, steht wieder zur Debatte. Die Frage ist natürlich, wer hat wirklich dieses Ereignis vollbracht, den Reichstag angezündet und den Nutzen daraus gezogen? Ganz wichtig. Den Nutzen daraus gezogen hat die Regierung Hitler, besonders die NSDAP, die mit einer Reichstagsbrandverordnung, das ist das Entscheidende, die Grundrechte des deutschen Volkes außer Kraft gesetzt hat, zumindest die wesentlichen. In der Nacht noch nach dem 27. Februar ist ein massiver Terror, ein physischer Terror gegen Andersdenkende, zuerst gegen Kommunisten und Sozialdemokraten, Sozialisten losgebrochen. Und in wenigen Tagen nach dem 27. Februar, aufgrund dieser Verordnung, sind erste Parteien, linke Parteien zerschlagen worden und frühe Konzentrationslager, gerade auch in Sachsen, etabliert worden, etwa in Hohenstein bei Dresden, wo über 5000 Gegner der Nationalsozialisten bis 1934 festgehalten worden sind, nicht wenige ermordet worden sind. Das ist der entscheidende Kipppunkt, der 27. 28. Februar 1933. Und das war auch der Punkt, warum die Nazi-Regierung mit ihrem deutschnationalen Bündnispartnern in den darauffolgenden Reichstagswahlen, die eben nicht mehr frei und fair waren, eine absolute Mehrheit bekommen hat. Wohlgemerkt nicht die NSDAP, die hat 44% bekommen, die hatten sich mehr erhofft, aber mit den deutschnationalen Bündnispartnern dann zusammen doch die absolute Mehrheit. Und dann wurde daran gegangen, das Parlament zu entmachten im März 1933 und weiterhin dann gegnerische Organisationen und Parteien zu zerschlagen, zu verfolgen. Und eins darf man nicht vergessen, wenn es darum geht, den Zusammenbruch der Demokratie zu schildern. Das eine sind die, die Widerstand geleistet haben und verfolgt worden sind, in frühe KZs gepfercht worden sind. Die anderen sind auch die, die etwa am 23. März im Reichstag bzw. in der Krolloper, wo das Parlament tagte, aushilfsweise für das Gesetz gestimmt haben, auch Demokraten, und die dann sich selbst aufgelöst haben als Parteien, als demokratische Parteien oder wie die Deutschnationale Volkspartei übergelaufen sind, zum größeren Teil im Sommer 1933 zur NSDAP. Das heißt, wir haben es hier mit einem ziemlich schmalen Zeitfenster zu tun. Und wie ist dieses schmale Zeitfenster, diese Diktaturdurchsetzung im europäischen Kontext jetzt zu verorten, meine Damen und Herren? Wir haben ja eine ganze Welle von Diktaturgründungen und Etablierungen. Kollegen sprechen von drei Wellen der Diktaturetablierung in den 20er, 30er Jahren. Wir haben zuerst die bolschewistische Herrschaftsgründung 1917 infolge des Bürgerkrieges. Wir haben die italo-faschistische nach 1922 und viele rechtsautoritäre Herrschaftsgründungen, vor allen Dingen in Ostmitteleuropa, im Baltikum, weniger im Westen Europas, vor allen Dingen in den Ländern, das ist die Faustregel, die zu den Verlierern des Ersten Weltkriegs gezählt haben. Das ist ganz wichtig. Wenn man hier vergleichen will zu den Diktaturetablierungen, Diktaturdurchsetzungen, wie ist das Verhältnis zu dem, was 1933 in Deutschland passiert ist, dann ist Folgendes auffällig, dass diese Diktaturdurchsetzung in Deutschland innerhalb weniger Monate, in einem halben Jahr passiert ist, wo in anderen Ländern, etwa wie im italofaschistischen Raum, also in Mussolini-Italien, dafür Jahre benötigt worden sind. Wenn wir vom Oktober 1922 uns die Zeit nochmal vergegenwärtigen, bis Ende der 20er Jahre, wo langsam aber sicher die Institutionen zurückgedrängt worden sind, wie unabhängige Justiz, das Parlament entmachtet worden sind und dann langsam eine
tendenziell totalitäre, ideokratische Herrschaft Platz greifen konnte. Das hat Jahre gedauert. Auch in Sowjetrussland war das so infolge des Bürgerkrieges, infolge jahrelanger Auseinandersetzung, bis eine ideokratische Herrschaft gebildet worden ist. In Deutschland ist das relativ schnell und rasch passiert, in einem ziemlich dynamischen Prozess. Und da würde ich sagen, das war durchaus singulär, was da passiert ist. Das ist in anderen Ländern nicht derart schnell und rasch passiert. Und wenn wir uns Zeitzeugenstimmen vergegenwärtigen, etwa den Staatsrechtslehrer Hermann Heller, etwa noch im Oktober 1932, der davon gesprochen hat, das wird in Deutschland nie passieren. Wir haben einen ganz anderen Bildungsstand als in der Sowjetunion, als in Italien. Wir haben ganz andere demokratische Organisationen, die standhalten werden, im entscheidenden Moment eingreifen werden. Oder wenn wir etwa Viktor Klemperers Tagebuch uns ansehen in Dresden ab Januar, Februar 1933, das Erschrecken darüber, die Fassungslosigkeit, dass es zu keiner Gegenwehr kommt. Und dass immer schnellere, präzisere, brutalere Schläge erfolgen, die ihn natürlich mitbetreffen. Ich denke, das ist durchaus das Entscheidende für die deutsche Situation im Verhältnis, wie gesagt, zu anderen Parteidiktaturgründungen, Herrschaftsgründungen, die davor erfolgt sind und ganz davon abgesehen von anderen rechtsautoritären Gründungen, etwa in Portugal, in Spanien, in Österreich ab 1934. Wo gleichermaßen Linke und Nationalsozialisten verfolgt worden sind. Und meine Damen und Herren, ich glaube, die 8 Minuten sind erschöpft. Ich bekomme ein freundliches Nicken. Die Lehren von der Geschichte, die hebe ich mir auf für eine spannende Diskussion, Herr Lindenberger. Danke. Ja, Frau Knoyer, wie stellt es sich aus der Sicht der vergleichenden Politikwissenschaftlerin heute da? Ja, vielen Dank erstmal, Herr Lindenberger, für die Einladung und auch die freundliche Einführung. Und ich vergewissere mich auch erstmal, ob mich jeder und jede hört. Bis in die letzten Reihen. Wunderbar. Ja, als vergleichende Demokratie- und Autokratieforscherin steht natürlich die Frage nach der Zerstörung der Demokratie ganz im Zentrum meiner Beschäftigung oder der Beschäftigung der Demokratieforscher insgesamt. Und insofern steige ich da auch direkt ein. Ich würde die Frage dann so ein bisschen umformulieren wollen in die Richtung, wie gesagt, der Forschung, die wir heute betreiben und sagen, wenn eben gemeint ist, dass die Zerstörung von Demokratien, also von demokratischen Systemen, sich heute wiederholen könnte, also wenn die Frage lautet, kann sich die Zerstörung von Demokratien heute von demokratischen Systemen wiederholen, dann würde ich ganz schnell und klar und eindeutig sagen, ja, natürlich, selbstverständlich. Selbstverständlich kann sich die Zerstörung von Demokratie heute wiederholen, so genau wie sie sich eben wiederholt hat. Nehmen wir die Zeitspanne seit 1933, aber wir können auch weiter zurückgehen. Demokratie ist immer zerstört worden und das geschieht auch heute. Nehmen wir eine größere globale Perspektive ein, können wir das auf jeden Fall auch nochmal bestätigen, auch für den heutigen Zeitraum oder die letzten 10 Jahre vor allen Dingen und sagen, ja, da hat sich einiges getan. Wir können das sehr gut beobachten. Leider haben wir eben relativ viele Befunde für solch einen Demokratieabbau, Demokratieumbau. Ich werde dazu gleich noch was sagen. Tatsächlich beobachten wir nicht nur, dass es weniger Demokratisierungen gibt weltweit. Das heißt also, dass so eine gewisse Euphorie und eine gewisse Dynamik der Demokratisierung abgenommen hat. Wir beobachten auch nicht nur, dass Länder, die so in einer Grauzone zwischen Demokratie und Autokratie sich befinden, in letzter Zeit eher sich Richtung Autokratie bewegen, während sie zuvor vielleicht noch eher Richtung Demokratie dann gegangen sind. Das, was am meisten Sorge bereitet, ist tatsächlich, dass Demokratien
und durchaus auch eben stabile Demokratien anfangen, eben Demokratieabbau oder Umbau hin zu autoritären Standards und autoritären Verhältnissen zu zeigen. Es werden Rechte, politische Rechte, bürgerliche Freiheiten abgebaut, es wird Rechtsstaatlichkeit abgebaut, es wird Gewaltenteilung unterminiert, es werden Medien, Zivilgesellschaft, Wissenschaft eingeschränkt. Das heißt kurzum, Demokratien verlassen den demokratischen Weg und bekommen autoritäre Züge. Das ist das, was wir in den letzten 10, 15 Jahren vermehrt beobachten. Wenn jetzt mit der Frage gemeint sein sollte, und ich will darauf gar nicht eingehen, weil hier sitzen ja Historiker, aber wenn mit der obigen Frage gemeint sein sollte, könnte sich die Zerstörung der Demokratie, wie sie 1933 in der Weimarer Republik durch die Nationalsozialisten durchgeführt wurde, heute in Deutschland wiederholen? Wenn das die Frage wäre, würde ich auch aus der heutigen Sicht, auch das können wir ja gleich diskutieren, ebenfalls eine eindeutige Antwort geben, nämlich nein, das würde ich eher nicht sehen. Aber ich denke, wir sollten bei keiner dieser beiden Fragen stehen bleiben, und das ist ja genau auch die Aufgabe der Demokratieforschung, sondern sie herunterbrechen auf folgende Aspekte. Erstens die Akteure. Das heißt also, wer zerstört denn Demokratie überhaupt? Ja, also wer sind die Akteure, die Demokratie ab- und umbauen? Zweitens Mechanismen. Das heißt, wie wird Demokratie zerstört? Auf welchen Wegen, mit welchen Methoden, mit welchen Instrumenten, mit welchen Strategien wird Demokratie ab- oder umgebaut? Und schließlich die Kontexte. Unter welchen Bedingungen unter welchen Bedingungen sind Demokratien besonders vulnerabel, also verletzbar? Unter welchen Bedingungen lässt sich Demokratie besser oder eben auch schlechter ab- oder umbauen? Lassen Sie mich zu jedem dieser Punkte kurz ein paar Worte sagen. Also zu den Akteuren. Wenn Demokratie heute zerstört wird, dann geschieht das eben nicht mehr, wie wir das ganz gut kennen, durch Militärputsche oder durch Revolutionen. Weniger mit Gewalt oder illegalen Mitteln. Wir haben es gerade von Kollegen Schmelzer gehört. Vielmehr suchen Möchtegern-Autokraten andere Wege. Das Phänomen, das seit einigen Jahren eben Sorge bereitet, besteht darin, dass demokratisch gewählte Amtsinhaber beginnen, eine bestehende Demokratie auszuhöhlen, indem sie eben die demokratischen Spielregeln ändern. Ja, regelrecht umschreiben, wenn sie so wollen. Das heißt, am Anfang des Demokratieabbaus, wie wir ihn heute weltweit in vielen Fällen beobachten können, stehen demokratische und legale Wahlen. Und die Wahl eines demokratischen Wettbewerbers, das heißt also nicht einer revolutionären oder autokratischen Person, die sich als solche ausgibt, sondern eben eines demokratischen Wettbewerbers, der sich gegen andere durchsetzt. Und das ist wichtig, der auch die mehrheitliche Unterstützung findet in diesen Wahlen. Und hier muss auch ergänzt werden, dass natürlich in diesen erodierenden Demokratien, auch das beobachten wir oder das können wir sehen, Wahlen ja weiterhin stattfinden. Das heißt, es finden Wahlen statt, in vielen Fällen faire und freie Wahlen, in vielen auch nicht mehr so frei und fair, aber es finden Wahlen statt. Und der andere Punkt, der auch mit Wahlen zusammenhängt, bezieht sich natürlich auf die wiederholte Unterstützung. Das heißt also, Protagonisten, autokratische oder möchtegerne Autokraten und Protagonisten von Demokratieumbau, werden ja oft nicht nur einmal gewählt, sondern sie werden ja durchaus wiedergewählt. Denken Sie an Viktor Orban, der 2010 gewählt wurde und inzwischen dreimal wiedergewählt wurde. Ja? Denken Sie an andere, also in Lateinamerika haben wir viele Fälle. Und wenn wir jetzt an solche Fälle denken, nochmal in Europa auch, wir haben Polen, wir haben Indien, Modi in Indien, wir haben Bolsonaro in Brasilien und wir haben auch, ich will es auch nochmal ganz deutlich sagen, weil es die USA betrifft, die älteste Demokratie der Welt, wir haben den Fall mit Donald Trump,
den ich eben auch als einen Demokratieabbauer, Umbauer bezeichnen würde, definitiv. Sind diese Möchtegern-Autokraten dann einmal gewählt, und jetzt komme ich zu den Mechanismen, also wie wird Demokratie abgebaut, dann beginnen sie einen schrittweisen Umbau dieser Demokratie. Deswegen spreche ich immer von Umbau, weil diese Zerstörung, die auch hier im Titel ist, die wird eben nicht sofort erkennbar, weil es geht eben nicht in einem plötzlichen staatsstreichähnlichen Modus, sondern es sind eben diese schrittweisen, diese Schritte des Umbaus der Demokratie. Es gibt eben keine Revolution, es gibt keinen Staatsstreich, sondern diesen schleichenden Prozess. Herr Lindenberger hat es eben benutzt, das Wort schleichend. Auch dieses schleichende Aushöhlen und Unterwandern demokratischer Institutionen und Prozesse. Es werden Verfassungen neu geschrieben oder umgeschrieben. Es werden Gesetze erlassen. Es werden neue Kontrollorgane gegründet. Es werden neue Regeln für die Justiz erlassen und vor allen Dingen, und all das dient natürlich dazu, die exekutive Macht zu erweitern. Weil es sich eben um so ein graduelles, schrittweises Aushöhlen und Abbauen von Demokratie handelt, spricht man auch von demokratischer Erosion. Also ganz so wie Wind und Wasser eben Strukturen auswaschen und dann eine Fassade nur noch übrig bleibt, die dann aber mit anderem Inhalt gefüllt wird. In diesem Fall dann mit autoritären Inhalten gefüllt wird. Das Perfide bei dieser Art von Erosion liegt darin, dass eben durch diese stufenweise, schrittweise Prozesshaftigkeit die einzelnen Schritte als solche nicht als furchtbar demokratiezerstörende erkennbar werden. Das heißt also, und dazu kommt auch, dass diese Erosionen unter dem Deckmantel der Legalität stattfinden. Es geschieht immer, wie gesagt, auf der Grundlage von umgeschriebenen Verfassungen oder von neuen Gesetzen. Und dieser Deckmantel der Legalität, aber auch das Narrativ, das oft mitgebracht wird und an die BürgerInnen gewandt wird, gerichtet wird, dass eine bessere Demokratie geschaffen werden soll. Ja? Also das ist so ein bisschen die Idee, die dahinter steht. Das führt dazu, dass eben die Erkennbarkeit für die BürgerInnen sehr schwer ist. Die Erkennbarkeit der Zerstörung der Demokratie. Manchmal erst nach vielen Jahren entsteht ein komplettes Bild, und dann ist es eben oft schon so spät, dass nicht mehr viel rückgängig gemacht werden kann. Will man also diesen Pfad der demokratischen Erosion auf einen Punkt bringen, dann kann man sagen, das Zerstören von Demokratie mit demokratischen Mitteln. Nun habe ich ein eher dunkles Bild gemalt. Die Befunde sind eher düster. Das lässt sich eben aus den Daten, aus den Entwicklungen auch so ableiten. Dennoch kann man sagen, dass diese Pfade der demokratischen Erosion, wie ich sie gerade beschrieben habe, aus meiner Sicht eben sich deutlich unterscheiden von dem, was wir in der Zwischenkriegszeit erlebt haben. Und insofern kommt hier vielleicht jetzt ein Punkt hinein in die Beschreibung und auch vielleicht dann in die Diskussion später, um eben die Unterschiedlichkeit nochmal hervorzuheben zwischen den Demokratiezerstörungen der Zwischenkriegszeit und den Methoden, die wir heute beobachten. Und das knüpft vielleicht auch schon direkt an das Stichwort Demokratieschutz. Also was kann Demokratie schützen? Ich will nur schnell ein paar Stichworte sagen, wir können das gleich vertiefen. Erstens haben wir heute bei all diesen Fällen, ich sagte es ja bereits, weiterhin Wahlen. Das heißt, es gibt auch weiterhin Parteien. Es gibt weiterhin Parteien und auch demokratische Parteien, die eben, und das können wir ja sehen, sich auch entsprechend am demokratischen Wettbewerb beteiligen, weiterhin. Siehe Ungarn, siehe Polen, siehe USA, siehe Brasilien. Und es besteht dadurch eben auch die Möglichkeit, dass diese Möchtegern-Autokraten wieder abgewählt werden. Auch geschehen in den USA, geschehen dieses Jahr in Brasilien.
Ja, Bolsonaro ist abgewählt worden durch den neuen Präsidenten Lula. Das heißt also, wir haben weiterhin einen Wettbewerb, auch in diesen erodierenden Demokratien, und wir haben weiterhin Parteien, die Demokratie verteidigen. Das Gleiche gilt für Zivilgesellschaft. Es gibt weiterhin in diesen Gesellschaften lebendige, starke Strukturen in der Zivilgesellschaft, in dem Verbandswesen, die ebenfalls am Wettbewerb teilnehmen und auch bereit sind, Demokratie zu verteidigen. Und ich finde sehr ermutigend, und vielleicht ist das auch schon eine Lehre wiederum, aber aus der Gegenwart, dass offensichtlich diese Erosion von Demokratie, die wir eben erleben in Ungarn, in Polen und so weiter, dass die offensichtlich dazu geführt hat, dass heute bei Wiederholungen die Menschen auf die Straße gehen und relativ früh anfangen zu protestieren und Demokratie zu verteidigen. Schauen Sie nach Israel, wo eben durch die Justizreform die Justiz signifikant geschwächt werden soll. Die Menschen sind seit Wochen auf den Straßen und protestieren dagegen. In Mexiko soll die Wahlkommission abgeschafft werden durch den Präsidenten. Seit Wochen protestieren die Menschen in Mexiko gegen diese Maßnahme. Das heißt, möglicherweise haben wir jetzt schon in der Gegenwart Lehren gezogen aus diesen Erosionen, die allenthalben um uns herum geschehen. Und schließlich ein ganz wichtiger Unterschied auch zur Zwischenkriegszeit, das internationale Umfeld. Und das möchte ich auf jeden Fall noch einmal betonen, denn wir haben bei allen problematischen Entwicklungen, die ich gerade beschrieben habe, haben wir weiterhin eine liberale Weltordnung, die auf Institutionen basiert, auf Regeln basiert, auf Institutionen, die demokratisch gegründet und strukturiert sind und insofern ein demokratiefreundliches internationales Umfeld. Das war eben in den 30er Jahren und in den 20er Jahren auch anders. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig, nicht zuletzt deswegen, weil wir ja jetzt im Zuge des unrechtmäßigen und unmenschlichen Angriffs Russlands auf die Ukraine feststellen konnten, dass in diesem Moment, und möglicherweise ist das auch ein Wendepunkt in Beziehung auf die internationale Stimmung und der Balance zwischen Autokratien und Demokratien, weil wir jetzt feststellen konnten, dass die Demokratien zusammenstehen und dass die internationale Gesellschaft und auch wie die internationale Gemeinschaft, wie stark sie zusammensteht hier in diesem Moment. Und es zeigt sich überhaupt kein Indiz dafür, dass sich das ändern könnte. Wir haben zwei starke Abstimmungen in den Vereinten Nationen jetzt gehabt, in der Generalversammlung letztes Jahr und wiederholt, mit fast der gleichen Stimmenzahl. Also die Unterstützung des demokratischen, friedlichen Weges, die ist weiterhin ungebrochen. Das heißt, auch das ist ein wichtiger Aspekt. Also meine Antwort auf die Frage zur Zerstörung von Demokratie lautet ja. Demokratie kann heute natürlich zerstört werden, sie wird zerstört, aber die Bedingungen für die Verteidigung von Demokratie sind besser, würde ich sagen, als sie zum Beispiel in den 30er Jahren waren. Deswegen müssen wir gut auf die Bedingungen schauen von Demokratiezerstörung. Dennoch, und das können wir sicherlich auch gleich weiter diskutieren, heißt das nicht, dass Gefährdungen nicht weiterhin allgegenwärtig sind. Ich hoffe, ich war in der Zeit. So ungefähr. Vielen Dank. Herr Avenarius, die Bedingungen, die Demokratie zu schützen, wie ist es um die bestellt? Jetzt müssten Sie mich hören, oder? Ja, also nochmal auch an dieser Stelle herzlichen Dank für die Einladung, die mich sehr ehrt. Ich bin mir relativ sicher, den Anforderungen nicht zu genügen. Nicht nur, weil ich neben einer Professorin und zwei Professoren sitze, sondern weil ich auch das große Vergnügen hatte, vor 10, 15 Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es her ist, Stefan Kramer kennenzulernen. Und ich weiß, es ist ein toller Typ. Sie haben wirklich was verpasst, dass er heute nicht kommen konnte. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, das nächste Mal nochmal bei ihm anzufragen. Und dann wird er sicher kommen, wenn er gesund ist.
Ich fühle mich heute so ein bisschen in meine Jugend zurückversetzt. Ich muss sagen, diese Frage, die da oben steht, die beschäftigt mich eigentlich seit meiner Schulzeit. Ich kann mich gut erinnern, wir haben 1978, das war die Zeit, da war ich, glaube ich, ein Jahr vor dem Abitur, da habe ich mit mehreren Mitschülern eine Veranstaltung anlässlich des Jahrestages der Reichskristallnacht organisiert. Und schon da hat sich immer wieder die Frage gestellt, kann sich Geschichte wiederholen? Und schon da klingen mir immer die zwei unterschiedlichen Positionen in den Ohren. Die einen haben gesagt, Geschichte wiederholt sich nicht. Und die anderen haben gesagt, man muss höllisch aufpassen, dass sich die Geschichte nicht genauso wiederholt. Ich bin dann relativ früh zu dem Schluss gekommen, dass man bestimmt nicht sagen kann, dass sich Geschichte genau so, wie sie war, wiederholt, aber dass man trotzdem unglaublich aufpassen muss, dass sie sich nicht trotzdem wiederholt. Also die Frage, die man mit Ja oder mit Nein beantworten kann, wie auch immer, ist von der Fragestellung her richtig interessant, nur nicht mal so sehr von der Antwort. Weil man kommt dann, unabhängig davon, welche Antwort man gibt, man kommt immer zu den gleichen Lösungsmöglichkeiten. Es hat mich jetzt etwas ermutigt, Frau Professor Kneuer, dass Sie doch einiges aus der wissenschaftlichen Perspektive dargestellt haben, was ich vielleicht jetzt aus meiner beruflichen Erfahrung in der Justiz, aus der zugegeben noch kurzen Erfahrung im Sozialministerium, in dem ich jetzt gerade interimsweise eine Abteilungsleitung vertrete und gemacht habe und was natürlich sich aufgrund meiner Erfahrungen in der Dresdner Kommunalpolitik ergeben hat. Ich war ein Jahr Vorsitzender der Dresdner SPD und danach 3,5 Jahre Vorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion und habe da eben das ein oder andere praktisch erlebt, über das wir jetzt sprechen. Ich möchte voranstellen, dass man, dass wir sicher über ein gesamtdeutsches Problem sprechen, überwiegend über ein gesamtdeutsches Problem, aber dass dieses Problem natürlich auch eine spezielle ostdeutsche Perspektive haben muss. Wir erinnern uns alle an das scheinbar böse Wort von, ich glaube, er heißt Wanderwitz, der CDU-Bundestagsabgeordnete, der sich mit unserem Ministerpräsidenten angelegt hat und der gesagt hat, die Leute wären hier diktatursozialisiert. Da waren natürlich alle oder viele sehr beleidigt. Michael Kretschmer hat, wie zu erwarten, sehr heftig reagiert, hat auch sich dann vor die Menschen hier gestellt. Ich muss sagen, wenn man es ganz nüchtern sieht, wenn man einfach die Zeitabläufe betrachtet, dann war es wahrscheinlich gar nicht so verkehrt, was der Mann, der auch aus dem Osten stammt, gesagt hat. Es war vielleicht ein bisschen unvollständig, weil man muss sagen, hier sind die Leute auch revolutionssozialisiert. Hier gab es eine friedliche Revolution, die wir im Westen nicht hatten. Da waren, es waren andere Verhältnisse hier und ich denke, man muss das immer im Kopf haben, wenn man über diese Fragen konkret spricht. Ich würde jetzt ein paar Gesichtspunkte nennen, die mir in diesem Zusammenhang aufgefallen sind und wie gesagt, bei denen ich dann vieles, was Sie gerade gesagt haben, ein bisschen wieder erlebe. Als ich in den Stadtrat gekommen bin, das war 2014, da war da eine relativ inhomogene AfD-Fraktion.
Da waren Leute, die haben sich uns von der SPD wie völlig selbstverständlich vorgestellt. Denen habe ich auch selbstverständlich die Hand gegeben. Und die sind nach zwei Jahren auch aus dem Verein wieder draußen gewesen. Das war die Zeit, als die AfD noch sehr von Lucke geprägt war. Man kann sagen, eine sehr europaskeptische, wenn nicht europafeindliche Partei. Eine reaktionäre Partei nach meiner Beurteilung, aber keine antidemokratische Partei, bestimmt nicht. Da habe ich dann plötzlich, Herr Professor Schmeitzer hat ja vorhin von der rasanten Entwicklung erzählt, ich habe mich gewundert, wie schnell die sich verändert und radikalisiert haben. Es waren eben diese Ersten, die sich eigentlich sehr, sehr vernünftig kooperativ verhalten haben, die waren sehr schnell aus der Partei raus und die Partei ist eigentlich von Jahr zu Jahr anmaßender in ihrem Auftreten geworden und am deutlichsten wurde es bei der Bestimmung des Verhältnisses der AfD zu Pegida. Am Anfang war es auch in der AfD eine klare Sache, jemand, der zu Pegida geht, fliegt raus, der macht was, was nicht der Mehrheit der Partei, den Mehrheitswellen der Partei entspricht. Es hat sich völlig geändert. Die waren nach ein paar Jahren, haben AfD-Leute, der spätere Bundestagsabgeordnete Meyer, der jetzige Landesvorsitzende Urban, die haben da bei Pegida mitgemacht und haben auch dort Ansprachen gehalten. Also eine ganz schnelle Radikalisierung haben wir da erlebt. Und was wir auch erlebt haben, eine sehr schnelle Stärkung dieser Partei. Man darf nicht vergessen, wir hatten letztes Jahr Landratswahlen. Die Landräte sind sehr, sehr wichtig, haben eine sehr, sehr starke Position in Sachsen. Und da hatte man in mehreren Landkreisen absolut begründete Befürchtungen, dass die mit einem Landrat von der AfD, es waren alles männliche Kandidaten, deswegen kann ich das so sagen, rauskommen würden. Es hat sich zum Glück, diese Befürchtungen haben sich zum Glück nicht bewahrheitet, aber man war ganz, ganz knapp davor. Wir erinnern uns auch an die Oberbürgermeisterwahl in Görlitz. Es gibt viele Punkte, an denen es ganz, ganz knapp eigentlich war. Was man dazu noch beobachten muss, ist relativ viel Desinteresse aus der Bevölkerung an derartigen Vorgängen, relativ viel Einschüchterung, auch durch die, ich nenne es mal, Begleittruppen der AfD, die Freien Sachsen, dann die Reichsbürger, die auch alle wie die AfD es immer sehr, sehr gut verstanden haben, bestimmte Themen, die die Menschen in Sorge versetzen, zu besetzen und für sich zu instrumentalisieren. Stichwort Corona, wissen Sie alle, wir merken es jetzt auch wieder an dem Krieg in der Ukraine. Auch da werden bestimmte Sorgen, die Menschen haben, instrumentalisiert. Und zum Schluss noch, das sehen Sie es mir nach, als früher im Staatsanwalt, auch das Gewaltmonopol des Staates wird massiv in Frage gestellt, offiziell von der AfD nicht, aber von ihren Begleittruppen, wie ich sie jetzt mal so genannt habe. Und jetzt komme ich noch zum Schluss. Geben Sie mir bitte noch die zwei Minuten zu dem, was ich mir so ein bisschen gedacht habe bei dieser Entwicklung, die man hier in Sachsen sieht, die ich für ausgesprochen gefährlich halte. Was hier das Hilfreiche, das Rettende sein könnte. Zum einen, jetzt bin ich bei meiner Tätigkeit im Ministerium, man muss die Zivilgesellschaft, wo immer es geht, stärken. Wir haben bestimmte Programme, unter anderem den sogenannten Kommunaldialog. Da bemühen wir uns wirklich darum,
Gerade diejenigen, die auf dem flachen Land oft einen relativ einsamen Kampf kämpfen, zu stärken. Das ist unglaublich wichtig. Gemeinderäte, Ortschaftsrätinnen, die gewählt sind und sich einer Mehrheit von AfDlern und noch einem Haufen Sympathisanten gegenüber sehen, die Kompetenz mit oder die so zu unterstützen, dass ihre Kompetenz wächst, sich in solchen Situationen zu behaupten. Wichtig erscheint mir auch die Zusammenarbeit mit der Polizei, auch mit dem Verfassungsschutz. Bei diesen Kommunaldialogen haben wir oft den Präsidenten des Verfassungsschutzes schon dabei gehabt, der da auch ganz klar ist und da sich auch nie verweigert hat. Meistens geht dann unsere Ministerin dahin oder der Staatssekretär, aber eben auch Ansprechpartner in Polizei und Verfassungsschutz. Da geben sich viele Möglichkeiten, die Zivilgesellschaft zu stärken. Wir bemühen uns da um möglichst viel Präsenz in möglichst vielen Landstrichen Sachsens. Zurück, auch hier habe ich mich bestätigt gefühlt von dem, was die Professorin gesagt hat. Ich habe ja mal 2 Jahre in Brüssel gearbeitet als Leiter der Landesvertretung von Sachsen. Die Mitgliedschaft in internationalen Organisationen hat tatsächlich etwas sehr positiv Dämpfendes, positiv Kontrollierendes, positiv Anregendes. Das war in dieser Zeit in Brüssel sehr, sehr interessant zu verfolgen, wie beispielsweise die Europäische Volkspartei mit der Partei von Viktor Orban umgeht, der immer so kurz vorm Rauswurf war, lange. Dann hat man immer gedacht, wann ist es denn endlich soweit? Also auf jeden Fall, es gab da Wechselwirkungen, die auf jeden Fall positiver sind, als wenn diese Staaten nicht in solchen Organisationen wären. Und als allerletztes, und da bin ich jetzt wieder bei meiner kommunalpolitischen Vergangenheit, das Allerschwierigste ist, wenn man die großen Entwicklungen beobachtet, zu unterscheiden in der zwischenmenschlichen Begegnung, bei wem es sich lohnt, um die Demokratie zu werben und bei wem es wichtiger ist, sich abzugrenzen. Das ist die allerschwierigste Frage. Ich war, als ich SPD-Vorsitzender war, ich mal sehr stolz darauf, dass ich als allererster von denen, die ähnliche Funktionen wahrgenommen hatten, mich von Pegida distanziert hatte. Wohlgemerkt von der Führung von Pegida, von dieser Clique von Ganoven, wenn man es mal salopp sagen kann, nicht von denen, die hinterhergelaufen sind, die auch wie die AfD-Leute dann später nicht mehr hinterhergelaufen sind teilweise. Also da war ich stolz drauf. Im Nachhinein schäme ich mich allerdings, dass ich auch das ein oder andere Dialogangebot nicht angenommen habe und mich stattdessen abgegrenzt habe und gesagt habe, nee, mit euch rede ich erst gar nicht. Da bin ich bei 2, 3 Veranstaltungen mir völlig klar, das war richtig. Aber bei anderen denke ich mir, na, wäre vielleicht doch besser gewesen, den Versuch zu unternehmen, weil es ist schon so, dass man sehr, sehr viele Leute, die in einer Radikalisierungsphase drin sind, dass man die auch wieder zum Nachdenken bringen kann. Und deswegen muss ich aber loswerden, es gehört dazu, bei allen großen Linien, die man zieht, auch in seinem Umfeld immer wieder sich zu fragen, wie reagiere ich auf bestimmte Äußerungen, auf bestimmte Verhaltensweisen, spreche ich das an oder sage ich einfach, du hast bei mir nichts mehr verloren. So, jetzt habe ich die Zeit auch ausgereizt. Danke für Ihre Frau Kneuer.
Nein, Sie wollten jetzt nicht schon direkt auf Herrn Avenarios antworten. Oder will einer von Ihnen direkt auf... Ich hatte nur Ihr Glas geklaut. Ach so, gut. Ich finde, wir haben jetzt ja eine sozusagen gemischte Gemengelage. Frau Kneuer, Sie haben angesprochen, dass wir uns heute bei Demokratiegefährdungsfragen in einem sehr breiten Kontinuum bewegen, das auch schon aufsitzt auf einem, das war die historische Komponente Ihrer Argumentation, auf stattgefundenen Demokratisierungen. Und Demokratisierungen sind Demokratisierungsprozessen in Gesellschaften, die schon demokratisch sind, also die eine demokratische Verfassung und Spielregeln haben und in denen sich Demokratisierungsbewegungen zu den verschiedensten Themen anlegen und so weiter etablieren und ausbreiten und die durchsetzen. Teilweise auch, wenn man jetzt also an verschiedene Reformprojekte der letzten 20, 30 Jahre, erinnere an das berühmte Stichwort mehr Demokratie wagen, das mal 1969 ein Bundeskanzler ausgerufen hat. Und vor diesem Hintergrund finden dann Rückbauangriffe auf demokratische Gehalte statt. Das ist ja doch ein ganz anderes Szenario als das, was Herr Schmeizner gekennzeichnet hat, wo die Demokratie sehr wenig Zeit hatte, um sich selbst schon mal zu demokratisieren, sondern von Anfang an umkämpft war und dadurch möglicherweise auch der Weg zurück so kurz und schnell zurückzulegen war. Dann stellt sich eben besonders akut die Frage, was uns dieses Datum sagt, 33. Mir ist, Herr Avenarios, Sie haben Ihre Jugendzeit angesprochen, ich bin ein bisschen älter, ich bin mit einem unmöglichen Spruch politisiert worden, 1971, wann war das Misstrauensvotum gegen Brandt? 72, da wurde auf den Straßen gerufen, halten Sie sich fest, Strauß und Barzel üben fleißig für ein neues 33. Das war sozusagen die Perspektive, wenn einer diese Regierung so radikal angreift, dann kommt dahinter gleich das Allergrößte, der allergrößte anzunehmende Unfall sozusagen. Das hing natürlich mit Ostpolitik, Ostgebiete, die nicht preisgegeben werden sollten. Dahinter wurden großdeutsche Reichfantasien vermutet und so weiter. Aber ich will damit nur den enormen Weg kennzeichnen, den man offensichtlich seitdem zurückgelegt hat, wenn man jetzt von Rückbau von Demokratie fragt. Herr Schmeizner, angesichts dieser Evidenz, die Frau Kneuer und auch Herr Avenarios durch diese praktische Arbeit, wie man mit solchen Gegnern umgeht, wie man sie einzuschätzen hat, wie differenziert man auch herangehen sollte. Was bringt uns der Bezug auf 33 da noch heute? Machen Sie mal ein Plädoyer. Ich versuche es mal. Ich habe mir so ein paar Punkte noch aufgehoben, Herr Lindenberger, die ich für uns nicht ins Spiel gebracht habe. Vorbelastung dieser Demokratie. Wo daraus hervorgeht, dass es eben dann doch sehr einfach war, in 6 Monaten diese Demokratie zu Fall zu bringen, weil es eben dann doch zu wenige wehrhafte Demokraten gegeben hat und die wehrhaften Demokraten, die kämpfen wollten, und zu viele, die diese Diktatur, diese Idiokratie durchsetzen wollten. Eine der maßgeblichen Vorbelastungen in der Weimarer Demokratie, das ist ganz entscheidend. Viele von Ihnen im Saal werden sich fragen, was war das? Mit diesen Namen kann ich gar nichts anfangen von diesen Organisationen, weil wir es heute Gott sei Dank nicht kennen, weil wir von diesen Vorbelastungen frei sind. Das ist eine Errungenschaft, wie ich finde, von nach 45, nach 89, dass wir von Parteiarmeen, von uniformierten Wehrformationen verschont geblieben sind, dass es so etwas nach den Erfahrungen von 1919 bis 1933 nicht mehr gibt. Sie stellen sich bitte die Situation in der Weimarer Republik vor, dass in den frühen 20er Jahren eine Wehrformation, eine Parteiarmee nach der anderen gegründet worden ist. Von ganz rechts außen Stahlhelm über SASS bis ganz weit links Rotfrontkämpfer, Bund der Kommunisten. Und dann 1924 auf diese Herausforderung mussten die wehrhaften Demokraten
mussten sie es, weil es die andere Situation nicht mehr hergab, eine eigene Wehrformation gründen, das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Das war die Situation in dieser ersten Demokratie, dass diese Republik, diese Demokratie, diese Wehrverbände überhaupt zugelassen hat, die sich vor diesem Hintergrund dann Straßenschlachten liefern konnten, die 1931/32 einen punktuellen Bürgerkrieg gerade in den großen Metropolen des Deutschen Reiches ausfechten konnten, etwa in Berlin, aber auch in Dresden, in Hamburg, Altona, in Chemnitz vor allen Dingen, um da wirklich einen Hotspot für Sachsen zu nennen, auch mit zahlreichen Toten bis Anfang 1933. Diese Lehre, glaube ich, die ist gezogen worden in der gesamtdeutschen Demokratie. Und hier hoffe ich, dass das nicht wiederkommt. Und eine wehrhafte Demokratie hat das auf alle Fälle zu unterbinden. Das war ein wichtiger Punkt, dass es dann doch sehr schnell 1933 diesen Rutsch in diese Idiokratie gegeben hat. Denn bereits im Februar 1933 sind neben der normalen Polizei SA und SS zu Hilfspolizisten einfach ernannt wurden, die jetzt Treibjagd auf die Gegnerinnen und Gegner machen konnten. Das war der entscheidende Punkt, nehme ich mit. Und damit die Diktatur durchsetzen konnten in wenigen Wochen und Monaten. Eine andere Geschichte ist natürlich das mit der Aushöhlung von Demokratie. Das hatte ich im Eingangsplädoyer sehr knapp, wenn auch fast gar nicht erwähnt gehabt. Natürlich haben wir diese Inkubationsphase, wie wir sie in vielen Diktaturen, Spielarten von Diktaturen haben. In der Weimarer Republik sind das 2 bis 3 Jahre nach der Weltwirtschaftskrise, wo ein besonders belastetes Land, die junge Demokratie von Weimar, aufgrund der Kriegsniederlage, der Reparationszahlung des Versailler Friedensvertrages in eine besonders schiefe Lage geraten ist mit fast 7 Millionen Arbeitslosen, wo Demokratie abgebaut worden ist dadurch, dass in den Parlamenten, gerade im Reichstag am Anfang der 30er Jahre, negative Mehrheiten gegen Demokraten zustande gekommen sind. Das ist die Inkubationsphase, die Aushöhlung von Demokratie. Und dass in der Phase schon überlegt worden ist, auch von rechtsautoritärer Seite, wie nicht eine idiokratische Herrschaft, wie es die NSDAP wollte, zu etablieren sei, aber eine andere autoritäre Herrschaft. Das müssen Sie immer mitdenken und das ist wichtig für heute, aufzupassen, dass Gewaltenteilung, dass die liberale Demokratie in Teilen nicht faktisch abgeschliffen wird, erodiert wird, wie die Kollegin Kneuer vorhin so schön gesagt hat. Ein anderer wichtiger Punkt und damit ende ich, die Lehre aus 33 ist für mich die Suspendierung der Grundrechte und was daraus folgen kann und die Vernichtung von Pluralismus, was daraus folgen kann. Das sieht man, denke ich, gerade für den mitteldeutschen Raum und für Sachsen sehr gut, was nach dem 27. Februar mit der Reichstagsbrandverordnung folgt. Wie man nämlich politische Gegner, die jetzt keine Rechte mehr haben, physisch terrorisiert in frühe Lager steckt, geradezu vernichtet, auch physisch vernichtet. Und das sollte uns auch nochmal immer mit Antrieb sein, im Denken und Nachdenken, Grundrechte nicht zu suspendieren, nicht preiszugeben, politischen Pluralismus nicht abschleifen, nicht zerstören zu lassen. Punkt. Danke. Ich würde mal gerne an Frau Kneuer eine Frage, die direkt daran anschließt, dieses klassische historische Argument, dass ich auf diesen Worst Case 33, der Worst Case für die Deutschen ist, da führt kein Weg dran vorbei, er ist auch international durchaus ein Worst Case in der Demokratiegeschichte. Welche Rolle spielt das in den heutigen Diskussionen um Zerstörung oder Nichtzerstörung, Rückbau, was auch immer es im Einzelnen sein war, von Demokratie, die ja, das haben Sie sehr eindrücklich geschildert, im ständigen Streit stattfindet. Also da ruft man sich ja immer noch gegenseitig was zu und versucht zu argumentieren, sogar auch Mehrheiten zu gewinnen, die man dann auch wieder verlieren kann. Spielt dieser Fall, der ja eine gewisse Singularität hat, auch in seinem eigenen Verlauf, überhaupt eine Rolle als Bezugsrahmen? Interessanterweise ja. Und hat sogar, wenn Sie so wollen, eine
Renaissance zurück in die wissenschaftliche Debatte, auch in der Politikwissenschaft erlebt. Und zwar genau aus dem Grund, dass wir uns eben jetzt wieder zu konfrontiert sehen seit einigen Jahren. Also wir beschäftigen uns ungefähr so seit 10, 12 Jahren wieder mit der Reautokratisierung, mit der Wiederkehr von Autokratien und mit dieser Erosion, die ich beschrieben habe. Und warum nehmen wir jetzt wieder Rekurs auf die Zwischenkriegszeit und den Zusammenbruch der dortigen Demokratien und speziell der Weimarer Republik? Weil natürlich auch das, wir PolitikwissenschaftlerInnen merken das natürlich auch, oder sagen wir so, wir beschäftigen uns auch mit den sogenannten historischen Fällen natürlich, die wir politikwissenschaftlich aufarbeiten, selbstverständlich. Die nehmen wir natürlich zur Kenntnis, und in diesem Fall ist es besonders spannend, weil hier können wir einen wunderbaren Theorienstreit auch abarbeiten. Und zwar der Theorienstreit zwischen der Frage, sind es jetzt die strukturellen Bedingungen, also ist es die Wirtschaft, vor allen Dingen ist es die Wirtschaft, ja, die Demokratien verletzlich macht, also zum Beispiel Wirtschaftskrisen, wird ja dann auch immer wieder gerne gesagt, nicht? Wir hatten ja jetzt auch 2008 eine Wirtschaftskrise, vielleicht rennen wir jetzt in eine neue Bankenkrise, wissen wir nicht. Also sind Krisen solche Trigger für Demokratiezerstörung? Das ist ja eine ganz wichtige Frage für uns auch heute, ja? Und wir haben ja nun allenthalben Krisen. Nun zeigt uns der Weimarer Fall besonders illustrativ, dass das gar nicht unbedingt der Fall sein muss, beziehungsweise umgekehrt, dass Krisen natürlich Trigger sein können. Aber die Weimarer Republik war, wie wir wissen, ein wirtschaftlich extrem stabiles Land, also mit hohen Wachstumsraten und Wohlstandsniveaus, viel höher als viele andere Länder, also auch damals ein Land mit dem höchsten Wohlstand und Wirtschaftsstabilität. Und trotzdem ist ja das passiert, was passiert ist. Ja? Also das heißt, hier zeigt uns interessanterweise, dass stabile Wirtschaftsentwicklung nicht unbedingt schützt vor Demokratiezerstörung. Und das können wir ja heute auch wieder sehen, denn die USA sind jetzt auch wirtschaftlich kein Zwerg und sind trotzdem in diese Problematik eben nach 2016 hineingekommen, also in eine Erosion. Das heißt also, wenn es denn nicht die Wirtschaft ist unbedingt oder die Bildung, Sie hatten es ja auch gesagt, der hohe Bildungsstand ist ja auch ein struktureller Faktor. Ja? Das hätte auch dagegen gesprochen, dass die Weimarer Republik zusammengebrochen wäre. Es gibt viele Faktoren, die dagegen gesprochen haben und dagegen sprechen. Und wenn wir das übertragen von damals auf heute, finde ich das schon sehr lehrreich, weil das sagt uns nämlich, dass auch heute, wie gesagt, Demokratien nicht gefeit sind, auch wirtschaftlich starke Demokratien mit einem hohen Bildungsstand nicht gefeit sind vor dieser Erosion, wie ich sie beschrieben habe. Und wenn es jetzt diese Faktoren nicht sind, was ist es denn dann? Auch hier können wir dann wieder fragen, und hier bietet die Weimarer Republik ein gutes Lehrstück, die Institutionen, war es denn die Weimarer Verfassung? Ist ja auch ein Argument, was oft gebracht worden ist. Ja, die Weimarer Verfassung war nicht gut. Hier muss ich ganz ehrlich sagen, möchte ich mich nicht in die staatsrechtliche Interpretation einmischen, aber da ich für Roman Herzog gearbeitet habe, wie Sie gehört haben, und ich ihn sehr bewundert und respektiert habe, auch als Staatsrechtler, kann ich sagen, dass Roman Herzog, und das hat er ja auch öffentlich in mehreren Reden kundgetan, der Meinung war, dass die Weimarer Verfassung keine schlechte Verfassung war. Nein, ganz im Gegenteil. Die Verfassung war gut. Aber das Problem war, dass die politischen Akteure sie und eben auch schon vor 33, ja, also Hindenburg und so weiter, eben nicht mehr erfüllt haben und sie schon Jahre vor 33 unterminiert haben und ausgehöhlt haben, gegen die Verfassung agiert haben. Das ist auch eine weitere Lehre, die wir heute mitnehmen können. Sind es also nicht die strukturellen Faktoren? Ist es nicht die Verfassung? Was ist es dann? Und dann sind wir wieder bei den Akteuren.
Wer ist es am Ende, der Demokratie zerstören kann, wenn er eben die Macht hat, wenn er die Wahlen gewonnen hat? Es ist eben einfach der Präsident, der Regierungschef, die Präsidentin, die Regierungschefin, die eben an dem Hebel sitzen, diese Entwicklung der Erosion einzuleiten. Und insofern gibt uns das Weimarer Beispiel durchaus für heute Stoff, weil wir können uns an den Zwischenkriegsdemokratien und ihren Zusammenbrüchen, aber ganz besonders am Weimarer Beispiel, ganz gut theoretisch, aber auch empirisch abarbeiten. Vielen Dank. Herr Averius, stellt sich das aus der Sicht des praktischen Politikers dar, dieses Argumentieren mit dem 33-Argument? Brauchen Sie das noch oder müssen Sie sich stärker auf so eine Argumentation, wie Frau Kneuer sie jetzt entwickelt hat, die die Differenz betont und sagt, schaut auf die Akteure, auf dies kommt an. Wenn man die falschen Akteure mobilisiert, dann kriegen Sie, so könnte ich jetzt im Umkehrschluss Frau Kneuer argumentieren, dann kriegen Sie die beste Verfassung der Welt kaputt, wenn es nur die richtigen Einstellungen sind. Kann man sowas mit in das praktische Geschäft nehmen, so eine Einsicht? Vielleicht kann man, also es liegt mir völlig fern, jetzt das, was Sie gerade gesagt haben, völlig in Frage zu stellen. Ich würde sagen, es gibt vielleicht punktuelle Abweichungen. Ich denke zum Beispiel daran, dass, also punktuelle Abweichungen, dass es doch ein Stück weit auf die Struktur ankommt. Wir haben ja ein Bundesverfassungsgericht, was sehr weitgehende Entscheidungen treffen kann, auch schon getroffen hat und was sich trotzdem weiterhin eines unerschütterlichen Respekts erfreut. Also ich finde schon, das ist ein Strukturmerkmal, was wir heute haben. Das schon was Besonderes ist. Aber ich begebe mich jetzt wieder zurück in die Praxis. Wir wissen eben nicht, ob nicht Wählerbewegungen absolut unberechenbar sich entwickeln. Und wir haben ja eine Situation in Sachsen ganz eindeutig, dass man eine Regierung bildet gegen die AfD. Aber auch in anderen Ländern ist eine ähnliche Situation vorhanden, auch in vielen Gemeinden. Da sollte man schon immer wirklich ganz genau aufpassen, wie sich Parteien entwickeln. Und da ist, also insofern würde ich Ihnen recht geben, die Demokratie wird aus der Demokratie raus kaputt gemacht oder kann aus der Demokratie raus kaputt gemacht werden, wenn man nicht aufpasst, dass aus den scheinbaren Biedermännern plötzlich dann doch Leute geworden sind, die richtig rechtsextremistische Ideen von sich geben. Und die dann immer mit dem berühmten Spruch, ja, wird man wohl noch sagen dürfen, plötzlich eine Entwicklung nehmen, die ganz gefährlich ausgehen kann. Ich belasse es jetzt dabei. Ja, vielen Dank. Wollen Sie noch darauf antworten? Ich würde sonst, auch weil die Zeit schon vorangeschritten ist, Sie ermuntern wollen, noch zu kommentieren oder zu fragen, was bedeutet Ihnen die Erinnerungschiffre 1933, wenn Sie heute an Demokratie denken? Ist das ganz weit weg oder ist das etwas, was unter den Nägeln brennt? Ich sehe hier vorne eine Wortmeldung. Darf Sie bitten, an eine der beiden auf Ständern Mikrofon sich zu begeben, weil man sie da besser hören kann. Dann habe ich da hinten noch eine Wortmeldung gesehen. Ist das richtig? Ja?
und da eine 1, 2, 3. Und wir sagen Sie auch direkt, an wen Sie die Frage richten, damit wir dann die Betreffenden antworten können. Und da hinten, 1, 2, 3, 4, 5. Diese 5 Fragen nehme ich jetzt erstmal an. Damit sind wir ganz gut beschäftigt. Ich darf bitten, kurz und knapp und direkt und vor allem auch an wen Sie die Frage richten. Weil wir können nicht jede Frage von allen dreien beantworten lassen. Das wird dann ein bisschen sehr lang. Ja, also ich würde meine Frage sowohl an die Politikwissenschaftlerin Frau Kneuer als auch an Herrn Avenarius richten. Denn ich finde es sehr problematisch, wenn man so mit einem Handfeg einfach so über die ökonomischen Strukturen hinwegwischt. Denn ich sag mal, also um auch mal den Bezug zum Thema herzustellen, vor 2 Jahren, als wir gerade mitten in der Corona-Pandemie waren, war es so, dass bei uns im Wohngebiet auf einmal Zettel in die Briefkästen gesteckt wurden, wo drin stand, das war im Dezember, jetzt kommt das neue Ermächtigungsgesetz. So, und da denkt man sich auf einmal im Jahre 2021, hä, wie kann denn das sein, habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Und dann ist man natürlich als demokratischer Bürger schon irgendwie erschreckt, dass manche Menschen in unserer Gesellschaft, die sind ja Teil von unserer Gemeinschaft, irgendwie denken, dass ein gewisses Gesundheitsschutzgesetz auf einmal, ne, Machtergreifung und so weiter, auf einmal genauso ein Ermächtigungsgesetz sein soll. Und da kann man sich ja fragen, das ist ja das, worum es ja auch heute geht, wie kommt es denn dazu, dass eine gewisse Anzahl von Menschen in unserer Gesellschaft genau dieses Gefühl haben. Und es geht nämlich mehr um dieses Gefühl, was die Menschen haben, wie sie zu der Gesellschaft als auch wie sie zur Politik stehen. Ne? Also es geht sozusagen, wir reden ja hier gerade ganz viel über so die großen Politiker, dass die Präsidenten dran schuld sind, dass die einzelne Parteimenschen dran schuld sind, aber die Grundwurzel liegt ja trotzdem immer bei den Menschen in unserer Gesellschaft. Und da kann man sich fragen, warum ist das denn so? Und deswegen möchte ich noch mal einen kurzen Fokus auf die ökonomischen Strukturen legen und nämlich sagen, ja, wir haben eine gut laufende Volkswirtschaft. Das kann man zwar, wenn man das BIP anschaut, so sehen, aber wir haben eine wachsende Armutsrate. Wir haben eine wachsende soziale Ungleichheit. Das Sozialsystem wurde in den letzten 50 Jahren, vor allem seit 2003 der Hartz-IV-Reform, extrem stark abgebaut. Wir haben prekäre Wohnverhältnisse immer weiter wachsen. Wir haben prekäre Arbeitsverträge. Wir haben einen wachsenden Niedriglohnsektor und das alles führt natürlich dazu, zu dieser Prekarität, dass die Menschen sich abgehängt fühlen und auch wirklich abgehängt sind, trotz wachsender Wirtschaft. Und wie wir alle wissen, ist es ja auch in der Historie, ne, die Weltwirtschaftskrise war ja dann 1929, begann sie ja. Und ja, da ist auch mal so eine große Volkswirtschaft extrem zusammengebrochen. Wir hatten viele Arbeitslose und das führte dann natürlich auch als Teilursache natürlich dann auch zu diesem Abgehängtsein, diesem Gefühl dazu. Das kann natürlich heute auch wieder passieren. Deswegen wirklich nochmal die Frage, die Strukturen, die vor allem diese ökonomische Situation, in der wir uns befinden, die muss man betrachten. Und warum wird die hier auch gerade von jemandem, der sozusagen Leiter der Abteilung gesellschaftlicher Zusammenhalt ist, warum wird das da nicht mitgedacht? Dialog ist zwar sehr gut, ich finde es super, dass wir so eine Veranstaltung hier haben, aber Dialog reicht nun mal immer nicht. Es muss auch mal wirklich mal zu Tatsachen kommen und sagen, den Menschen muss es auch erstmal wirklich besser gehen, können damit sie auch Ende sich kommen? Als Teil hier fühlen. Dankeschön. Danke. Kurze, knappe Antworten, Herr Avenarius, ja, und Frau Knoll. Ja, also Sie haben jetzt gesprochen über Deutschland und über Ihr Umfeld, aber ich habe gesprochen über Demokratien, die erodieren. Und insofern sind unsere beiden Beispiele einfach unsere Referenzpunkte andere, nicht? Weil Deutschland ist keine Demokratie, die erodiert. Ich spreche über Ungarn, ich spreche über Polen, ich spreche über Indien, Brasilien, ich spreche über die USA, Philippinen. Und da, wenn Sie da eben schauen, also bei den Ländern, die erodieren, dann können Sie eben nicht feststellen, dass die Wirtschaftsparameter irgendwie zum Beispiel Erosion verhindern oder besonders fördern. Das ist das, was ich meinte. Herr Avenarius, ich gebe Ihnen die Antwort aus der Praxis. Ich wollte um Himmels Willen nicht den Eindruck erwecken, als würde ich soziale Konflikte oder soziale Problemlagen außer Acht lassen. Aber Sie können, wenn Sie jetzt den
den Protest gegen, eine Einrichtung, in der Asylbewerber untergebracht werden sollen, verfolgen. Da können Sie genauso viel Abgehängte wie Leute, die sich ein E-Auto kaufen sehen. Das ist einfach so. Das ist schichtenübergreifend und die Anfälligkeit gegenüber, gerade gegenüber extremen Ideologien, ist auch schichtenübergreifend groß. Das ist mein persönliches Erleben gewesen in Laubegast, als es da Proteste gab, aber auch in anderen Zusammenhängen. Es sind nicht nur die Armen, die gefährdet sind, Rechtsextreme zu wählen. Vielen Dank. Dann darf ich die Wortmeldung da aufnehmen. Bitte, kleiner Appell, kein Co-Referat, kurze, prägnante Fragen, damit die anderen drei auch noch drankommen, bitte. Ja, guten Abend. Beate Bause. Ich habe eigentlich eine Frage, die so ein bisschen an die Fragen jetzt angrenzt des Vorredners. Kann die Politik jetzt auch in Deutschland, könnte sie auch auf anderem Wege mehr tun, um, sagen wir, negative Entwicklungen verhindern zu helfen? Wäre es möglich, also ich habe das Empfinden, dass Teile, nicht geringe Teile der Bevölkerung sich von der Regierung nicht mehr vollumfänglich gut betreut ist jetzt schon ein schlechter Ausdruck, aber sich nicht mehr vertreten, nicht mehr vollumfänglich vertreten fühlen. Kann Politik die Zweifel, die es in der Bevölkerung gibt, auch in Bezug auf die Asylpolitik, das ist nicht, das betrifft also eine nicht geringe Anzahl von Menschen in unserem Land, oder auch das Vorgehen jetzt auf politischem Wege im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt. Ja, also vielfach ist zu hören, dass die Menschen nicht verstehen, dass Deutschland, ausgerechnet Deutschland, eine Führungsrolle im Krieg oder bei der Unterstützung der Ukraine gegen Russland übertragen worden ist. Das sind kritische Punkte. Dort bin ich der Meinung, ist die Politik gefragt, ihre Politik verständlicher zu machen. Ja, damit die Menschen mitgenommen werden. Also hier fühlen sich auch viele aus dem Grunde abgehängt, weil diese Dinge oder die Erklärung von Frau Baerbock im Einzelnen, ja, also sie nimmt es dann auch zurück, ja, Deutschland führt einen Krieg gegen Russland, das ist einfach nicht hinnehmbar, also für große Teile offensichtlich nicht. Und da liegt doch ein Verantwortungsbereich für die Politik, um, sagen wir mal, ein Entfernen der Menschen von der Politik zu verhindern. Das wäre ganz nett. Sie richten die Frage an Frau Kneuer, nehme ich an, und an Herrn Vainarius, kurz und knapp. Eigentlich an beide. Ich kann alles eine Kommunikationsfrage. Ja. Ja, also das ist eine ganz wichtige Frage, die Sie da stellen. Und das ist eine wichtige Frage, ich sage jetzt mal, für alle Demokratien, nicht nur für das Thema Erosion oder Demokratiezerstörung. Weil das, was wir tatsächlich, und ich spreche jetzt hier wieder international vergleichend, aber ich beziehe mich natürlich auch auf Deutschland, was wir feststellen, ist, dass tatsächlich natürlich auch ein längerer Prozess sich eine gewisse, Sie haben es ganz richtig auch gesagt, Entfernung, ja, zwischen den BürgerInnen und den Vertretern der Politik. Ich habe immer so ein bisschen ein Problem mit dem Begriff die Politik. Was ist das? Ne? Genau, die Politik. Aber ich sage jetzt mal, die Parlamente, die Regierungen, nehme ich an, das ist das, was Sie meinen. Also, dass diese Entfernung hier stattfindet. Und das ist auch deswegen wichtig zu thematisieren, weil so eine Entfernung von den politischen Akteuren oder den politischen Entscheidungen dann dazu führen kann, und hier muss man nochmal unterscheiden, dass eben, ich sage auch ganz bewusst kann,
eine Entfernung von der Politik, wie Sie es genannt haben, kann im, und das wäre der sorgengebende Prozess, auch zur Entfernung von der Demokratie führen. Und da müssen wir nochmal unterscheiden, nicht? Also eine Entfernung von der Politik, also ich sage mal so, dass man sagt, ich bin jetzt einfach nicht zufrieden mit dieser Regierung in diesem Punkt, ne? Was immer es sei, ja? Ob es jetzt die Wärmepumpe ist oder sonst was. Ich bin jetzt einfach nicht zufrieden mit dieser Entscheidung der Regierung oder ich bin nicht zufrieden mit dieser Partei. Das ist ja legitim. Ich meine, wir müssen ja nicht alle mit allem immer zufrieden sein, mit dem, was die Regierungen tun. Das Problem entsteht dann, wenn wir feststellen, die BürgerInnen entfernen sich von der Demokratie. Das heißt also von der Idee der Demokratie, dass nicht, dass wir hinter der Idee und dem Prinzip von Demokratie stehen. Das wird dann problematisch und dann kommen wir nicht in so eine, in so eine Entfernung, in so ein Misstrauen oder sogar zu einer Demokratieverachtung. Das ist ja das, was wir in der Weimarer Republik erlebt haben, dass dort Eliten, BürgerInnen, die Wirtschaft und viele Sektoren aus der Gesellschaft wirklich der Demokratie verächtlich gegenüberstand, also Demokratieverachtung sich sozusagen breit gemacht hat. Und hier würde ich wirklich vorschlagen, dass wir gut differenzieren müssen, sind wir einfach nur mal nicht zufrieden mit der Regierung, was wie gesagt völlig normal und legitim ist. Und ich meine, wir haben ja die Möglichkeit, Regierungen auch abzuwählen. Oder müssen wir genauer hinschauen, inwiefern es ein Vertrauen gibt in Demokratie, in die demokratischen Prinzipien und die demokratischen Institutionen und so weiter. Also da dieser Unterschied wäre mir jetzt wichtig, den auch nochmal aufzumachen. Und ich gebe Ihnen recht, also Entfernung ist nie gut. Ne? Also weder in dem einen noch in dem anderen Fall. Herr Avenarius, direkt dazu. Sie sind praktischer Politiker und. Also, ich teile Ihre Meinung nicht. Ich kann nachvollziehen, wenn Menschen sagen, in der Corona-Zeit, da sind wir nicht mitgenommen worden. Weil man kann einfach nicht bestreiten, dass es da zwischendurch ziemlich chaotisch zugegangen ist. Da wusste man manchmal wirklich nicht mehr, wie der Kurs genau ist. War auch super schwierig in der Situation, aber da wäre der Vorwurf berechtigt. Was jetzt den Krieg angeht, da meine ich, haben wir eine sehr heftige, aber das ist ja normal, wenn es um Krieg und Frieden geht, aber trotzdem sehr ausführliche Diskussion. Ich sehe das wirklich ausdrücklich nicht so, wie Sie. Ich glaube, man kann an ganz, ganz vielen Gelegenheiten sich einbringen und über diese Fragen mitdiskutieren. Und wir haben auch eine Regierung, die das ausdrücklich auf die Bremse drückt. Gerade wenn da Scharfmacher sind, die sagen, wir müssen alles innerhalb von einer halben Stunde oder von 3 Tagen entscheiden, die dann immer wieder sagen, langsam Leute, es geht hier um Leben und Tod und es geht um eine unglaublich gefährliche Situation. Deswegen finde ich nicht, dass die Menschen da nicht mitgenommen werden. Danke, dann hatten wir die dritte Wortmeldung. Ich glaube, da hinten wäre. Ach so, Sie waren das, genau. Und dann noch da eine Wortmeldung und dann hier. Bitte, kurz und prägnant und adressieren. An wen? Guten Abend. Also danke, dass die Veranstaltung überhaupt stattfindet. Meine, die Resonanz scheint ja nicht so überwältigend zu sein, also die Interesse an dem Thema nicht so dolle. Aber zu der Frage als solche, von wegen Demokratie, Diktatur, also finden Sie zum Beispiel, dass das, was in der EU-Kommission stattfindet, also dem Leitungsorgan der Europäischen Gemeinschaft, was Frau von der Leyen veranstaltet, dass das Demokratie ist, nur mal vorweggesprochen. Wir sprechen über 1933, ich sehe das als eine Art Kipppunkt. Also jetzt aus der Klimadebatte genommen, meinetwegen ein Punkt, wo halt ein Zustand in den anderen übertritt, mehr oder weniger heftig. Wir hatten aber in der deutschen Geschichte mehrere Kipppunkte. Wir hatten zum Beispiel 1989, da war auch die Frage demokratischer Sozialismus, dritter Weg oder treuhand Privateigentum, Übernahme des Volkseigentums. Jetzt gehe ich mal wieder ganz zurück in der deutschen Geschichte, 1525, deutsche Bauernkriege, Thomas Münzer gegen Martin Luther.
Da ging es eine frühe Form von Demokratie, Sozialismus gegen Feudalismus. Martin Luther hat sich durchgesetzt, die Feudalgesellschaft war gerettet. 1815, Wiener Kongress. Darf ich bitten, Wiederherstellung, Restitution der feudalen Ordnung durch den Fürsten Metternich. 1848, 49, wiederum die Frage Deutsche Revolution, Paulskirche. Es wurde zwischen Demokratie und konstitutioneller Monarchie gerungen. Was hat sich durchgesetzt? Die konstitutionelle Monarchie. 1918, 19, Räterepublik gegen bürgerliche Demokratie. Die Räterepublik hätte die Strukturen beseitigt, die zu Hitler geführt haben. Danke. Vielen Dank. Herr Schmeitzner, sehen Sie sich durch die Kipppunktfolge herausgefordert? Oder wollen Sie es dabei stehen lassen? Kann man jetzt über diese ganzen Zäsuren und Kipppunkte in der deutschen Geschichte kann man jetzt wirklich lang und breit diskutieren. Also bei 1525, da gehe ich sogar mit, da könnte man jetzt eine lange Diskussion eröffnen. 1848 sehe ich auch und 49 als großes Problem, Einheit in Freiheit und Demokratie eben nicht erreicht zu haben, sondern einige Jahre später dann doch von oben eher autoritär durchgesetzt. Wo ich mit Ihnen jetzt nicht einer Meinung bin, das ist 1918, 19, dieser Automatismus, wo wir als Historiker und Historikerinnen eigentlich so ein bisschen davon weg sind. Eine angebliche, fehlgeleitete oder stecken gebliebene Revolution 18, 19 hätte automatisch zu 33 geführt. Ja, ich gebe Ihnen recht, mehr Handlungsspielräume waren wahrscheinlich da. Da hätte man durchaus in Richtung Teilentmachtung von alten Eliten, aber auch vielleicht von Teilen der Schwerindustrie, die da eher die autoritärsten Unternehmer gewesen sind, etwas mehr tun können. 1918, 19 aber eine Räterepublik, eine Rätedemokratie durchzusetzen unter Ausschaltung des Bürgertums hätte wiederum nach sich gezogen, Pluralismus zum Teil einzuebnen. Weil dann doch in der Räterepublik weniger Menschen hätten mitwählen können als etwa in der parlamentarischen Demokratie, in der Nationalversammlung. Das hat übrigens der erste Reichsrätekongress im Dezember 1918 genauso gesehen mit einer Dreiviertelmehrheit von Sozialdemokraten und unabhängigen Sozialisten. Muss man so sagen. Tut mir leid. Danke. Und dann hatten wir, wo war die, genau, Sie stehen schon am Mikrofon, sehr schön, bitte sehr. Herr Amonaros, ich habe eine Frage an Sie. Was prägt Sie die AfD bzw. Pegida, was prägt Sie das, wenn wir jetzt von Weimarischer Politik sprechen? Also ich sage mal, das ist ja mehr Vergangenheit, wie die Pegida hergerufen wurde, also das verstehe ich halt gar nicht. Und eine zweite Frage habe ich halt auch noch, wenn ich die stellen darf. Die ist aber an Herrn Schmeitzner. Herr Schmeitzner, Sie selber sagten vorhin, Wehramt bzw. Wehrdienst und Bürgerkrieg. Wie weit weg sind wir von dem Bürgerkrieg eigentlich noch? Was sagt die Historik? So, wer an die erste Frage war gerichtet an Herrn Avenarius? Ja, bitte. Ja. Ich hoffe, dass ich Sie richtig verstanden habe. Es war rein akustisch ein bisschen problematisch. Sie wollten wissen, warum ich jetzt Pegida und die AfD beschäftigen, wenn wir über die Machtergreifung sprechen. Ja. Das kann ich Ihnen sagen, weil die AfD und Pegida, ein AfD nicht so eindeutig, Pegida ganz klar, ein menschenverachtendes Weltbild haben. Das ist richtig, aber das hat ja nichts wirklich mit der Weimarischen Politik zu tun. Also in meinen Augen. Es war doch die Frage, ob wir hier eine Situation haben, die sich so entwickeln kann, dass die Demokratie gefährdet ist. Ja. Und wenn man schaut, dass wir jetzt, nachdem bis 2004 oder 2009 im Landtag die NPD war, die eine Mischung aus Stammwählerstimmen und Protestwählerstimmen hatte, die um die 10% gelandet war. Wenn man sich vor Augen hält, dass in diesem Land jetzt eine Partei, die
auch ein menschenverachtendes Weltbild hat, keinesfalls identisch ist mit der NPD, dass die an die 30% kommt und dass die hier verkünden können, sie stellen den Ministerpräsidenten, dann finde ich das schon, also aus meiner Sicht, ein sich aufdrängendes oder eine aufdrängende Frage. Okay, danke. Jetzt muss ich auch noch mal nachfragen, ob ich Sie richtig akustisch auch verstanden habe. Mit dem Vergleich Bürgerkrieg in den 20er, frühen 30er Jahre, punktueller Bürgerkrieg hatte ich gesagt, und bürgerkriegsähnlichen Situationen heute, hatte ich das so richtig verstanden? Ja. Also wie weit wir davon noch wechseln? Weil es wird ja immer mehr und es heißt ja mittlerweile auch politisch gesehen, nicht an Sie jetzt gerichtet, aber politisch gesehen heißt es ja auch, der Krieg ist vor unserer Haustür. Also von daher kann man ja sagen, die Ukraine steht genau nebenan, handgreiflich. Ja, selbst wenn ich das mit einbeziehen würde jetzt, bin ich nicht der Meinung, dass wir in punktuellen Bürgerkriegssituationen sind oder sein werden in kürzester Zeit, wie wir das in verschiedenen Zeitlagen der Weimarer Republik erlebt haben. Wir reden ja von überbordender Gewalt Anfang der 20er Jahre und in den frühen 30er Jahren. In der Zwischenzeit, in den sogenannten goldenen 20ern, 24 bis 28, hatte sich das durchaus beruhigt. Wenn ich nur noch mal daran erinnern darf, bei den schwersten Auseinandersetzungen, etwa um Berlin im März 1919, als der Reichswehrminister Gustav Noske Kampfflugzeuge, Tanks, also Panzer eingesetzt hat und vieles andere Kriegsmaterial mehr, um bestimmte Gruppierungen im Osten Berlins zu bekämpfen, waren am Ende 1200 Menschen abgeschlachtet, tot. Das hat sich dann Anfang der 30er Jahre in anderen Formen, punktueller Form, in Großstädten, in Metropolen, in anderer Form wiederholt. Aber von diesen blutigen, auch gerade von Wehrverbänden getragenen, auch Anfang der 30er Jahre Auseinandersetzung, sind wir Gott sei Dank, denke ich, meine ich, entfernt, weil wir doch daraus gelernt haben, dass wir private Wehrverbände, Bürgerkriegsarmeen, Parteiarmeen, eben nicht mehr brauchen und auch dulden. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank für Ihre Frage. Und dann darf ich die letzte Frage aufrufen, bevor wir dann eine Schlussrunde machen. Also Sie kriegen noch mal alle drei Gelegenheit, sich zum Thema allgemein und zu der Frage, die uns jetzt gestellt wird, zu äußern. Genau, ich hatte eigentlich zwei und ziehe jetzt eine zurück, weil die zum Teil schon beantwortet wurde. Mir ist zu Beginn oder im Podiumsgespräch aufgefallen, dass es sehr stark auch Frau Kneuer, Sie hatten das ja gesagt, um die Rolle der Eliten gibt, der gewählten Demokraten, die Demokratie aushöhlen. Um Parteien haben wir geredet und so weiter. Und mich hat eigentlich die Frage umgetrieben, ob eigentlich auch die Bevölkerung der Demokratie gefährlich werden kann. Jetzt hatten Sie das schon so ein bisschen beantwortet, weil ja auch Fragen zur Rolle der Bevölkerung kamen. Eine andere Frage, die mir bei der Wortmeldung von Herrn Avenarius in den Sinn kam. Herr Avenarius, Sie hatten ja gesagt, dass dieses Austarieren zwischen sich abgrenzen und auch in den Dialog gehen sehr wichtig ist. Sie hatten die Brüsseler Erfahrung geschildert, wie wichtig es auch ist, sozusagen Demokratie, sagen wir Skeptiker, nicht Feinde, einzuhegen durch Einbinden, auch in größere Organisationen. Da habe ich wiederum, und das geht dann vielleicht an Herrn Schmeitzner, mir die Frage gestellt, wie sehr lassen sich denn Demokratiefeinde demokratisch einhegen? Denn das ist ja auch was im historischen Fall, gerade mit dem 30. Januar, wahrscheinlich dem einen oder anderen auch im Hinterkopf war, wir hegen die Demokratiefeinde demokratisch ein. Deswegen wäre das wahrscheinlich die Frage, die ich jetzt vorgeben würde. Die Bevölkerung wurde schon benannt, aber die Frage, lassen sich Demokratiefeinde demokratisch einhegen? Eine spannende Frage. Was sagt die Geschichte, was sagt die Politikwissenschaft und was sagt die Politik selbst dazu? Herr Schmeitzner, wir machen einfach einmal die Runde durch. Ja, ganz kurz vielleicht, wie man mit Demokratiefeinden umgegangen ist vor 1933. Da hatten wir in der Tat ein Problem, dass diese Republik, dass diese Republikaner und Demokraten vom demokratischen Teil dieser Elite, politischen Elite, wenn sie denn regiert hat, in diesen 12, 13 Jahren eben es nicht in den Griff bekommen hat, die Demokratie wehrhaft zu gestalten und diese Feinde der Demokratie zu isolieren. Bestes Beispiel kann ich Ihnen sagen aus laufenden Forschungen.
als im Sommer 1921 ein USPD, führender USPD-Politiker in München, Karl Gareis, ermordet worden ist, nach vorhergehender Hetze, Hass und Hetze. Und Matthias Erzberger, wenige Tage später, der bekannte Reichsfinanzminister, der für die erzbergische Finanzreform zuständig war, 1929. Dann haben es die politisch Verantwortlichen, weder der Reichspräsident noch der Reichsinnenminister, durchsetzen können. Sie haben zwar Republikschutzgesetze erlassen und Verordnungen, um bestimmte antisemitische Hetzpostillen wenigstens zeitweilig zu unterbinden, zu verbieten. Das haben sie in bestimmten Reichsländern, Bundesländern wie in Bayern nicht gekonnt, wo eben andere politische Verhältnisse herrschten, die Ordnungszelle Bayern, wo man ganz offen antisemitisch hetzende Postillen vom Verbot hat ausgenommen, etwa den Miesbacher Anzeiger und andere völkisch antisemitische Blätter. Da konnten sich diese ja von uns heute als wehrhafte Demokraten eingeschätzten Reichspräsidenten und Reichsinnenminister halt schon mal im eigenen Land, in Teilen des eigenen Landes nicht durchsetzen. Und so ist das leider weiter zu beobachten gewesen bis 1932, 1933. Das ist nie so richtig gelungen. Und das liegt auch daran, an den Faktoren, die ich mit genannt habe. Ja. Frau Knauer, bitte. Ja, vielleicht kann ich Ihre Frage, Frau Heinig, so ein bisschen verbinden und dann doch noch mal auf das Verhältnis zwischen Eliten und Bevölkerung eingehen. Und dann auf die Demokratiefeinde kommen. Was wir heute beobachten, ganz anders ja auch als in der ideologiedominierten Zeit, der Zwischenkriegszeit, Zeit der Ideologien, hat Karl Dietrich Bracher gesagt. Das war ja eine Stimmung, nicht, wo Ideologisierung und Radikalisierung um sich griffen. Das ist ja auch ein Unterschied zu heute, das haben wir in dieser Form nicht. Aber was wir haben ist, dass diese Protagonisten der Demokratieerosion spalten. Also das Programm ist die Spaltung. Das heißt, und da kommt die Bevölkerung ja ins Spiel, nicht wahr? Sie spalten insofern, indem sie polarisieren, ganz bewusst polarisieren und versuchen dann eben große Teile der Bevölkerung hinter sich zu kriegen, natürlich wohl wissend, dass es ihnen mit anderen Teilen nicht gelingen wird. Und das Ergebnis ist, und das können Sie in Ungarn und Polen sehr schön sehen, dass die Gesellschaften tatsächlich jetzt gespalten sind. Nicht? Also können Sie auch an den Wahlergebnissen sehen, nicht, dass Orban eben von der Hälfte der Bevölkerung gewählt wird und die andere Hälfte wählt halt die Oppositionsparteien, und in Polen ist es ähnlich. Das heißt, auch hier haben wir einen perfiden Zug bei diesen Demokratie-Erosionsprotagonisten, dass sie nämlich Demokratie bewusst in diese Spaltung reintreiben und versuchen zu polarisieren. Und das ist natürlich problematisch. Und hier spielt eben die Bevölkerung eine Rolle, insofern sich eben ein Teil der Bevölkerung dann mobilisieren lässt von solchen Personen. Und ich meine, der extreme Fall, das würde ich wirklich sagen, sind ja die USA, weil dort passiert es nicht in dem Maße oder noch mehr als in Ungarn und Polen, wie wir das hier beobachten. Dort ist es ja tatsächlich so und wieder so. Ich meine, schauen wir es uns doch an. Donald Trump ist überhaupt nicht mehr an der Macht und er kann über seine Kanäle, also soziale Medien und seine Netzwerke dazu, die Regierung und die Institutionen dazu bringen, dass heute ein riesiges Polizeiaufgebot steht vor dem Gericht, das offensichtlich jetzt verkünden soll, dass er demnächst festgenommen wird, weil alle fürchten, dass er wieder so etwas Ähnliches macht wie am 6. Januar 21. Also ich meine, das ist ja schon ein Zeichen dafür, dass eben hier die Aufwiegelung oder dass auch Personen über Polarisierung hinausgehen und eben auch ihre Anhänger mobilisieren und aufwiegeln. Ja, und was macht man mit solchen Demokratiefeinden? Das ist eine gute Frage. Und ich möchte da gerne nochmal an das anknüpfen, was Herr Avenarius eben auch gesagt hat. Und ich fand das sehr, sehr wichtig. Und das ist auch meine Erfahrung. Sie haben ja eben gesagt, wir stehen immer wieder vor den Alternativen. Sprechen wir oder, also
jetzt hier im Alltäglichen, Sie haben es aufs Alltägliche bezogen, aber wenn man das jetzt auf die politische Ebene hebt, ist das ja das Gleiche. Dann heißt die Frage, sollen Regierungen mit Autokraten sprechen oder sollen sie sie eben isolieren und sollen sie eben nicht mit Autokraten sprechen, handeln und so weiter. Und ich meine jetzt natürlich bewusst nicht Russland, weil das ist jetzt ein anderer Fall, also mit Sanktionen, also mit dem Krieg und dass dort natürlich jetzt anders reagiert wird. Aber eben nehmen wir Orban wieder oder Kaczynski, die PiS in Polen und so weiter. Das ist wirklich immer wieder, und das kann ich auch sagen aus der Praxis, aber auch aus der Forschung, immer wieder die Gretchenfrage, soll man eben Autokraten einbinden und Demokratiefeinde einbinden? Sie haben es ja auch beschrieben, wie die EVP das gemacht hat oder auch die Europäische Union, die ja vor dem Problem steht mit Orban und Polen und Kaczynski, oder eben nicht. Ich muss ehrlich sagen, es ist eine schwierige Frage. Ich bin da auch immer wieder hin und her gerissen. Aber ich bin dann bei Ihnen auch, Herr Avenarius, und würde sagen, man hat eine größere Chance, wenn man im Gespräch bleibt. Was dann am Ende dabei rauskommt, kann man nicht immer vorhersehen. Und positive Prognosen sind nicht garantiert. Aber ich würde auch immer sagen, auch aus der Erfahrung heraus, im Gespräch bleiben ist besser als isolieren. Weil isolierte Demokratiefeinde, würde ich mal vermuten oder würde ich sagen, sind noch gefährlicher. Herr Avenarius, bitte. Das haben Sie jetzt so schön gesagt, da kann ich nur noch eines hinzufügen. Das Wesen der Diplomatie ist ja gerade, dass man auch mit denen spricht, mit denen man eigentlich nicht so gerne sprechen will, weil man eben das aus Vorsicht oder um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, so machen muss. Beispiel Erdogan. Der Erdogan ist unglaublich, oder die ganze Regierung ist nun bestimmt keine demokratische Regierung, ist aber für Deutschland aus den unterschiedlichsten Gründen unglaublich wichtig. Es wäre völlig verantwortungslos, den Gesprächsfaden zu ihm zerreißen zu lassen. Und der Kanzler und der französische Präsident und der britische Premierminister telefonieren alle regelmäßig mit Putin. Und die sagen auch, sie wollen das auch weitermachen, gerade in dieser brenzligen Situation. Es wäre eine völlig falsche Symbolpolitik, da sich rauszuziehen. Nochmal auf die Frage Einhegen von Demokratiefeinden zu kommen. Ich sehe es ganz klar so, wenn es um Repräsentanten von oder Repräsentantinnen von demokratiefeindlichen Gruppierungen oder Parteien geht, dann sollte man die nicht einzuhegen versuchen. Wir haben hier in Italien, macht man ja solche Geschichten manchmal, teilweise sogar ganz erfolgreich. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, dass es in Deutschland ginge. Bei meiner Ursprungsbemerkung muss ich leider bleiben. Es ist ein tägliches und neu Abwägen, ob man mit Menschen spricht, die man glaubt, noch für die Demokratie gewinnen oder zurückgewinnen zu können. Und da langt man einfach zwangsläufig manchmal richtig daneben. Aber auch da würde ich sagen, es nicht zu versuchen, wäre verantwortungslos. Vielen Dank, Herr Avenarius. Wir sind am Ende einer spannenden und hochdifferenzierten Debatte angelangt. Wir haben, glaube ich, viel über das funktionieren können von Demokratie heute gelernt. Wir haben natürlich ein Beispiel inspiziert, wie Demokratie gescheitert ist in einer ganz extremen Variante.
Wir reden heute bewusst über Erosionsprozesse und nicht über dramatisch schnelle Zerstörungen. Das ist sozusagen ein, man könnte es fast sagen, welthistorisches Privileg unserer Generation, unserer demokratischen Welten, so unterschiedlich und mal besser in Form und mal schlechter in Form sie auch sein müssen. Und dazu gehört ganz wesentlich, das nehme ich jetzt gerade aus der letzten Runde mit, der Dialog, die Pluralität, das Aushalten können, auch dieser Grenzbereiche, also Grenzbereiche dessen, wo wir dem Gegenüber eine zerstörerische Haltung zu Demokratie, wie wir sie verstehen, unterstellen müssen und trotzdem versuchen auszuloten, ob im Sinne eines Dialogs noch was drin ist. Dass es immer wieder Grenzen gibt, ist Frage des Überlebenswillens der Demokratie. Die Lektion hat man, glaube ich, sehr deutlich gelernt. Antisemitische Postillen werden heute verboten. Punkt. Basta. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Aber das sind also durchaus Lehren, die man aus der Geschichte gezogen hat. Darauf kann unser Land sozusagen auch ein Stück weit Zuversicht schöpfen. Und mit diesen Worten würde ich es gerne beschließen. Bedanke mich nochmal bei den Gastgebern, beim Frau Heinig und dem Deutschen Hygienemuseum und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend und einen guten Nachhauseweg. Ohne das ist langweilig. Das stimmt.